Zweifel, ob diese Hose wirklich den richtigen Eindruck machen wird, können wir Ihnen nicht nehmen. Ob Ihre Daten bei Online-Zahlungen in guten Händen sind, schon. Sicher online zahlen ist einfach. Mit PayDirect, dem neuen Service Ihres Sparkassen-Girokontos. Jetzt im Online-Banking registrieren und am Gewinnspiel teilnehmen. Top-Spiel auf dem Lieberer Berg. Ich sage hallo und herzlich willkommen live im OFC-Fanradio und Kickers TV. Bibershöhen, ja, empfängt die herrliche, die rot-weiße Kickers und den SV Waldhof. Da darf einer nicht fehlen. Das ist der Kammermeier Lutz, da ist er. Hallo. Hallo, lieber Lars und liebe rot-weiße Nasengemeinde daheim an den Röhrengeräten und Empfangsstationen. Ja, es ist angerichtet, das Wetter. Das ist okay, es ist trocken, es ist bewölkt. Wir haben um die 18, 19 Grad und es ist gut nicht. Ja, und wir wollen heute etwas reisen. Wir sind ja richtig gut im Lauf, Lutz. Absolut, und der Lauf, der soll heute nicht abreißen. Auch wenn natürlich A, Waldhof eine Spitzenmannschaft ist, B, der amtierende Meister, C, ja, auch zwei Spiele zwar verloren hat, aber genau das macht sie gefährlich. Ja, weil ich glaube, normalerweise so eine Truppe verliert nicht dreimal am Stück. Außer vielleicht heute hier gegen uns. Ja, ich hätte auch lieber gesehen, dass sie das letzte Spiel gewonnen hätten oder unentschieden gespielt hätten. Es sind nur 53 Karten verkauft worden, aber mittlerweile sind dann doch 600, 700 auch da. Also insofern, ja, wollen wir uns nicht beklagen für die schlechten Anschlusszeiten. Doch können wir uns nach wie vor beklagen, weil sonntags werden hier 2.000, 3.000 mehr gewesen. Aber es ist halt wie es ist. Wir haben Flutlicht, Dienstagabend, Hut ab. All denen, die hier sind, die Mannheimer, die 80, 90 Kilometer gefahren sind. Ja, hier. Fanblock, Haupttribüne. Also Riesenfahnen auch jetzt auf der Haupttribüne. Das ist dann kein Wechselgesang, sondern ein Wechselwedeln. Wechselwedeln, also Fahnen mehr überall. Wir haben die Mannheimer nicht gerechnet mit dieser Taktik. Ja, ja. Nicht nur der Wechselgesang, auch das Fahnen, das Wechselwehen haben wir hier. Also nicht das SVWen, sondern das Wechselwehen. So, anstoßen wird der Waldhof. Wir spielen von links nach rechts. Also erst einmal Richtung Biber, die Kickers. Richtung Offenbach, Richtung Stadtmitte. Die Waldhöfer in blau-schwarz, längs geschweift, schwarze Hose. Wir wollen was ja haben. Wir wollen ja am Ende aufs Biberer Tor spielen. Insofern alles in Ordnung. Lass der Waldhof anstoßen. Dafür machen wir dann das erste Tor und hoffentlich dann ganz bald den Sack zu. Das wäre zumindest nach unserem Gefallen. Jetzt gleich schon mal üben mit dem Anstoß. Jetzt geht's los. Kommt mit uns, der OFC, der ist ins Spiel. Und Waldhof erst einmal am Ball. Da kommen sie aus der eigenen Defensive heraus. Zentral links rausgespielt. Vor den Offenbacher Fanblock, stimmungsgeladen, natürlich auf beiden Seiten. Die Fans, die haben hier ja richtig Krawall im positiven Sinne gemacht. Keinerlei Ausschreitung bis jetzt, was ich zumindest gehört habe. Dafür aber alles in guter Atmosphäre. Der Waldhof, erst einmal der Versuch, den Ball rauszukriegen. Es bleibt beim Versuch, der OFC in Ballbesitz. Ja, ihr habt erwischt, kommt aber nicht ran, aber Rapp hat den Ball aufgenommen im Mittelkreis. Erst einmal zurückgespielt auf Daniel Endres. Ja, erst einmal Ruhe reinbringen. Ja, Kohl hat da im Mittelkreis ziemlich viel Platz. Schön den Ball rausgelegt. Amin passte aber auf der linke Verteidiger. Und die 42er Tormena, einer der defensiven Mittelfeldspieler auf der linken Seite, will sich durchsetzen. Aber abgebraten vom Ihab und vom Marco. Und der Ball bei Daniel Endres. Ja, und er spielt erstmal die Kugel genau zurück auf Marco Rapp. Und der wieder auf Endres, den Kapitän. Da geht es rechts raus, hinten und nochmal zurück. Bis die Waldhöfer ganz dann vorne aufmachen und der Erste ihm entgegengelaufen kommt. Jetzt aber der OFC mit Götscher auf der rechten Außenbahn. Ja, fast auf der Außenlinie sind sie da unterwegs. Ihab, der spielt dann ein bisschen halb rechts rein. Aber dann ist er aber erst einmal weg. Die Waldhöfer, ja, sage ich, kommen an den Ball und da strafe ich mich lügen. Der OFC schon wieder zurück an der Kugel. Aber eng dort hinten. Ja, ja, jetzt haben wir ein bisschen Luft rausgenommen. Da Wechsel von Meier. Weiter Schlag. Kommt nicht ran. Ja doch, Serkan Firat hat den Ball am Ende
Punkte geholt. Ja, Ball geht es aus. Das wird Einwurf für Waldhof geben. Ja, das sage ich nochmal. Ihr könnt auch heute mitgestalten. Ihr könnt schreiben an fanradio@ofc.de. Da geben wir eure Grüße mit über den Sender und die GVO, die Gasversorgung Offenbach. Die gibt ja immer Vollgas für den OFC und auch fürs OFC-Fanradio. Und auch heute hat sie wieder eine Quizfrage eingestellt. Die werden wir gleich dann auch mal einblenden. Und die kann ich aber schon mal sagen. Die Quizfrage heute lautet: Wie hat denn der OFC zuletzt beim Waldhof auswärts gespielt? Ja, auf jeden Fall mit 11 Mann. Ansonsten, ja, sagen wir nicht allzu viel. Nee, mehr verraten wir nicht. Da müssen wir schon selbst ein bisschen recherchieren und tun und machen. Die ersten Grüße, die kommen hier von der Hanne. Und die grüßt hier genau wie der Volker Schnittler, lieber Lars, lieber Lutz. Rot-weiße Grüße aus Nürnberg, wo wir hier bei einem längeren Auswärtsteam sind und nicht auf dem Berg dabei sein können. Zum Unterschied zum Clip gibt es euch. Und wir sind hautnah dabei. Nur der OFC, das ist eine Botschaft vom Schnitto. Ja, genau. Und ja, Lutz, das kann ich auch noch was sagen, weil das Spiel gerade unterbrochen ist. Das Oktoberfest steht an, ich glaube am 8. Oktober hier. Das ist immer eine geile Sache. Und da gibt es noch Restkarten. Unfassbar. Ja, sollte man aber jetzt eigentlich bald schnell weg sein. Fanshop gibt es. Ja, da sollte man hingehen, kaufen, Tracht anziehen. Ja, da vorne ist der OFC. Ja, schon in der Hälfte der Waldhöfer, die allerdings jetzt zuerst einmal zurück an der Kugel. Dann, ja, haben sie es schwer, denn die Offenbacher stehen da hoch, versuchen dort vorne die Räume eng zu machen. Eieiei, da ist er ein bisschen hingeplumpst und da kriegt er den Freistoß. Der Michael Fink, das ist ein alter Fährensmann. Ist ja nicht mehr der Jüngste. Nein, aber der weiß schon, wann er wie zu fallen hat, um den Freistoß zu ziehen. Das hat er jetzt geschafft. Der Waldhof hinten, sagen wir die Kette von Waldhof, das ist Segert, Schulz, Fink, Armin, das ist die Kette, dann haben sie Doppel-6 Gärtner, Ederson, so vermuten wir sie dann, Ibrahim, Förster, Korte, das Dreier, offensive Mittelfeld und ganz vorne, Benedikt Koop, dass die Waldhöfer in ihrer taktischen Aufstellung, so wie sie sich andeutet, auch wenn eben Philipp Förster ganz vorne spielt. Ich sag mal, 600 Waldhöfer unter den 6.500 Zuschauern. Also, und die Atmosphäre eigentlich, wie wir das erwartet haben, ganz gut, aber hitzig. Was war dort vorne? Ein kleines Geblendel? Boah, das war irgendwie, ja, hat dann irgendwie ein bisschen über die Auslinie gegrätscht. Gibt es also Freistoß und Einwurf. Alles halb so wild. Ich denke mal, wird weitergehen. Freistoß für Waldhof. Kurz gespielt auf der linken Abwehrseite Armin. Wir haben ja der Armin da, der Hassan Armin. Da ist ja ein aktueller A-Nationalspieler auf dem Feld. Der spielt nämlich für Afghanistan. Ja, das ist so, was du wieder alles weißt hier. Und die ersten Zuschauer fragen, die ersten Zuhörer fragen, wo denn eigentlich heute unser Freund Marcel Reich-Ranitzky ist. Ich habe noch gar nicht gesehen. Dr. Giesner, ich habe es gerade noch geschafft. Die Busse sind umgeleitet. Also so musste ich auch einen Umweg nehmen. Eine Wurst holen. Jetzt aber Waldhof, passen Sie auf. Durchgesteckt, Förster Eck, es kommt raus. Eieiei. Da muss ich mal weggrätschen. Weil ah, da hast du ihn weggegrätscht. Er ist schon wieder auf der rot-weißen Wolke unterwegs. Marcel Reich-Ranitzky, wie er lebt und schwebt auf der Kickerswolke. Grüße an alle jene, die mich so sehr vermissen. So, der Peter Sterntaler, oder wie heißt er, schreibt auch, grüßt hier schön. Und ja, dann haben wir jetzt den Ball der OFC mit Marco Rapp. Jetzt versuchen die Waldhöfer dort früh drauf zu gehen. Allerdings Theo erst einmal weit nach vorne geschlagen. Jetzt Kopfballduell, Vierrad, ja, dann hat er erst einmal gewonnen, auch wenn sein Gegenspieler Kopf größer war. Und der Waldhof. Ja, komm, Foulspiel, Fuß nach vorne von Schulter gegen Benedikt Koop. Ist von Eintracht Trier gekommen zum Waldhof. Ja, das Fink, aber da war das Foul nicht. Schiri Kempter, Michael Kempter ist es für den VfR Saul, da pfeift er ebenso wie sein Bruder Robert Kempter. Ist ja meines Wissens das einzige Brüderpaar an Schiedsrichtern im deutschen Profifußball. Unter diesem Schiedsrichter, glaube ich, haben wir auch noch nicht verloren zu Hause. Nein, auf jeden Fall auch auswärts. Wir haben ihn in Worms gewonnen zu Hause gegen... Eieieiei! Dieses Foul an Vierrad! Donnerschlag! Und da muss er gelb ziehen! Dunkelgelb! Denn das war rustikal! Heiliger Strohsack, das war so ein ähnliches Ding, wie wir in der Bundesliga von dem Mainzer gesehen haben, von hinten halbseitlich. Fliegt er rein und enthebt da den Serkan der Bodenhaftung. Aber er steht wieder schmerzverzerrt. Also das hat geknallt. Ja, und wenn man dem Michael Kempter, sage ich mal, in der Vergangenheit irgendwann wie was vorwerfen konnte, dann war das in der letzten halben Stunde, in der er Karten gezogen hat, nachdem er vorher das nicht gemacht hat. Aber die hier, die war so klar, da brauchen wir nicht lange diskutieren. Also da hat Segert Glück gehabt. Gelb, dunkelgelb, viel erlauben darf er sich jetzt nicht mehr.
Marco Rapp jetzt mit dem öffnenden Pass, oder? Ja, da kommt er auf Vierer. Schön kontrolliert. Am Fuß klebt er. Er zieht ins Zentrum rein. Immer noch am Ball. Was wollen wir machen? Links rausspielen. In die Gasse auf Theo. Und jetzt muss die Flagge in die Mitte reinkommen. Ja, gibt's jetzt Einwurf für den OFC. Aber gute Möglichkeit. Richtig gutes Spiel eben mit der Serkan auf Theo. Gute Laufwege. Passwege. Theo wirft ein auf Vierer. Schön wieder durchstecken. Was da auf, bleibt damit dran, beißt Theo mit dran, mit Hoca. Theo kann er die Flanke bringen, kommt reingechippt. Da hinten steht lang zu Götzer. Steigt auf den Ball zurück, auf Iab der Wische, ist im Strafraum. Da zieht er ab und wird geblockt. Einwurf OFC und die legen hier los wie die Feuerwehr. 7 Minuten gespielt und OFC, der gibt schon richtig Gas. Absolut, das ist ähnlich wie in Stuttgart. Gleich präsent, voll auf dem Platz. Da wird nicht lange geguckt, da wird gespielt. Und sie sind da und sie brennen, unsere Jungen sind auf dem rechten Flügel. Serkan Gözer lässt dann aussteigen. Nee, verliert er erstmal den Ball, reingespielt, aufgepasst hat Marco Rapp auf Brian Gall gelegt. Zurück auf Schulte, 30 Meter vom Tor, wieder links raus, nein, rechts raus, Entschuldigung. Da ist Ihab Davische mit seinem linken Zauberfüßchen. Ah, Fehlpass. Bin ich verzaubert gerade. Aber gut, der Waldorf, der kommt jetzt auf der linken Sausenbahn. Naja, faul gepfiffen, da wird schon irgendwas gewesen sein. So wird es Freistoß geben für den SV Waldorf. Gut, ihr zwei offenbare Buben, die Antwort hatte richtig. Und das ist der Christian Bilek. Also, der weiß, wie der OFC beim Waldhof auswärts gespielt hat. Und ja, der Jörg Trippke, der grüßt auch. Und im Gewinnspiel schreibt er, OFC hat 4:0 in Mannheim gewonnen. Nein. War der Wunsch, der Vater des Gedanken. Ja. Also die haben hier 4-0 gewonnen, aber davon reden wir ja nicht mehr. Aufpassen da hinten, am Strafraum sind sie gefährlich, der zieht er ab, aber Eckes. Tor. Das war ein Bock von Eckes. Schlimmer Bock, 1:0. Eieiei. Lutz, erklär's uns, wie es passiert. Ja, der zieht aus zentralen 17 Meter ab und dem Eckes, ja, dem flutscht der Ball durch die Finger, den hat er eigentlich auf sicher. Der flutscht ihn durch, 9. Minute, Topas, der Neuzugang aus Trier. Also, den muss er haben, der Eckes, das weiß er aber auch. Also gut, weiter geht's, Mund abputzen, weiter geht's. Wir haben ja hier schon öfters zurückgelegen und noch überragende Spiele gemacht. Also, warum soll das heute noch? Ja, es war so ein Gewurschtel am Strafraum, wo ich mir denke, weg mit dem Ball. Und haben sie sich durchgesetzt, er zieht halt aus 17, 18 Metern ab. Der Ball kommt richtig schön in Fanghöhe auch. Deshalb habe ich eigentlich schon durchgeatmet, denn er kommt so halb links hoch, Eckes geht hin, ich weiß nicht, was es war. Aber er flutscht ihm halt durch die Hände hinten rein, er will noch raus erwischen. Also ich habe es vermutet, dass er drin war. Der Liri rennt auch sofort zur Mitte. Also da habe ich keine Zweifel, auch die ganze Körpersprache. Hinterher gesprungen, hat noch versucht zu retten, was zu retten ist. Aber es war nicht mehr viel zu retten, denn der Fehler, der ist vorher entstanden. Also 1-0 Waldhof. Stuttgart hat uns gerettet. Hier bringt er uns halt jetzt mal in Rückstand. Müssen die Jungs halt 2 Hütten machen, was soll das? Ja, das ist ja kein Problem für uns, oder? Müssen sie halt mal machen. 9. Minute, wenn es in der 90. fällt, ist das Ganze bitterer. Das sage ich so wie gegen Hannover 96. Es ist noch lange, lange Zeit. Hier der rot-weiße Grüße aus Hainburg an alle und 3 Punkte und zum Schluss für den OFC. Natürlich Grüße an das beste Fanradio der Welt. Nathalie Disser schreibt das. Und der Domini Mar schreibt viele Grüße aus dem schönen St. Anton in Österreich. Rot-weiße Grüße, holt die 3 Punkte. Gruß von Kevin und Fabian. Ja, ich muss auch Grüße vom Adi Weder wieder durchsagen. Einmal grüßt er die Zwillinge Dennis und Lukas Ifland aus Florstadt. Also ihr seid hier mit vom Adi Weder gegrüßt. Und noch dazu den Adi und die Elfi, die gerade in Mallorca... Achtung! Taylor da vorne angespielt im Strafraum. Und dann haben sie erst einmal geklärt, die Mannheimer. Das war wieder eine Möglichkeit für den OFC. Jetzt aufpassen, aufpassen. Ah, da geht es sehr zerfahren zur Sache auf beiden Seiten. Und der OFC, der kommt mit Götzer über die rechte Außenbahn. Aber dann verliert er doch die Kugel. Die Mannheimer direkt vor der Waldemar-Kleintribüne. Da haben sie zwar ihren Schaff, aber so richtig befreien können sie sich nicht. Denn da hat Goal aufgepasst. Und jetzt läuft die Kugel hier rüber auf Theo. Ja, Serkan Vierat, schön da rein das Spiel. Aber das war dann da zwar gut gedacht, aber dann wirklich nicht. Ja, von Präzision gesegnet. Und so ist der Ball erst einmal jetzt hier. Ja, was hat er gepfiffen? Freistoß für Brian Gall, da kann ich sagen. Also Adi Wehner grüßt auch Adi und Elfi in Mallorca, die da einen wohlverdienten Urlaub machen. Ist hier mit ausgerichtet. Also Dennis und Lukas Ifland und Adi und Elfi in Mallorca. Ihr seid gegrüßt vom Adi Wehner. So, hier geht's weiter. Ich habe eine ganz Haufe Grüße hier. Hallo OFC-Fans, ich grüße besonders die Mara vom Berg. Immer ein Erlebnis, euer Fanradio. Grüße an alle, die mich kennen. Gruß vom Sven, Forever in Red. Und die Familie Pfannmüller, die sind auch hier dabei. Hochverehrter Herr Reich-Radinski, ich freue mich auf eure emotionale Reportage. Und die Lösung haben sie natürlich auch richtig. Rot-Weiße Grüße aus Stammheim in der Wetterau, Klaus Pfannmüller.
Das sind Fachleute, die das Ergebnis kennen. So, Hoca! Jetzt gibt's Freistoß. Ja, da hat er es aber gut mit uns gemeint und das ist gar nicht so schlecht, diese Position für Vierer. Ihn gefault, das ist so. Ja, da brauche ich eigentlich rummeckern. Was nach dem Foul ist, ist egal, aber er fault ihn. Mein lieber Lutz, sind wir denn jetzt empfänglich? Wir sind empfänglich für den Ausgleich. Der Ausgleich. Jetzt könnte er kommen und Serkan Goldfuß, Vierrad und Hotschein. Ich glaube, diesmal darf der Glenn. Der Trend, der sieht so aus, als ob der Trend da. Der Trend dürfte mal wieder einen vielleicht direkt verwandeln, hätte ich nichts gegen. Ja, eigentlich ja. Der kommt gar nicht mal so schlecht. Reingeköpft, hoch immer noch. Da ist noch Bambule. Torwart kommt raus, hat ihn aufgenommen. Der Markus Scholz hat ihn aufgenommen, den Ball. Und schaut erst einmal, wo er ihn abwerfen kann. Nach ganz links raus. Und Armin müsste das sein. Sofort nach vorne. Da ist keiner mehr, außer Marco Rapp. Das heißt, wir haben den Ball auch noch im Feld geholt. Das Ganze auf der rechten Verteidigerposition. Quer auf Meier gespielt. Aufbau hinten über Schulter und Schulter. Ja, Theo. Das ist der normale Weg. Werden zugestellt. Also das sind schon 1000 etwa, die da stehen. So insgesamt um die 1000 Mal. Ist aber gut gemeint. Aber gut, egal wie. Jetzt der OFC mit Ferrer dort vorne. Erstmal im Zweikampf. Der geht aber hier dann, denke ich, ja, hey, Theo, der kommt da noch dran. Jetzt ist er dann im Aus. Die Mara Ruppel schreibt: Hi, liebe Kickersnasen. Leider liege ich krank auf der Couch, muss zu Hause aus anfeuern. Ich grüße Martina, Natascha und Daniel, die auch zu Hause Fanradio hören. Wird es heute ein Bild geben? Das wäre echt toll. Ihr seid super. Macht weiter so. Liebe Grüße, Mara. Nein, das machen wir doch nur bei Testspielen und so weiter. Also Liga Emmer. Radiomodus, jetzt hat er wieder gepfiffen. Was hat er gepfiffen? Freistoß Waldhof. Der Klaus Paul schreibt: Ja, die richtige Antwort ist mit in der Lostrommel beim GVO-Gewinnspiel. Die Gasversorgung Offenbach, die gibt ja immer Vollgas für den OFC und auch für das OFC-Fanradio. Und ja, wenn wir heute gewinnen würden, wäre das echt super. Vielleicht geht ja noch was nach oben hin. Selbstvertrauen zumindest. Rot-weiße Grüße von Klaus. Sehen wir ähnlich. Aber jetzt müssen wir erst einmal ausgleichen, bevor wir über Größeres nachdenken. Das ist richtig. Ja, die Saison ist noch sehr, sehr lang. Heute gilt es erst einmal hier und heute dieses Spiel nicht zu verlieren, zu drehen. 1:0 führt Waldhof Mannheim hier durch den 18-Meter-Schuss von Koop, Zentralen. Aber ja, Traum ist kaum zu sagen, den muss Eggers haben. Das weiß er, das weiß jeder. Und jetzt sind die 10 anderen gefordert, das Ding zu bügeln. Letzte Woche hat es der Eggers gehalten in Stuttgart. Schmidt schreibt zur GVO-Gewinnspielfrage: Unsere Kickers haben damals 2:1 in Mannheim gewonnen. Nein. Stimmt auch nicht. Jedenfalls Grüße aus Neuen Haslau und ja, eben. So, immer kassierte Ecke ist kein Tor, geh schon mal rein. Jetzt aber Ihard Avice, naja, da wird er schon ein bisschen getackelt, aber es geht weiter. Das war schon in Ordnung. Kann man spielen lassen. Der OFC kommt aber auch zurück in Ballbesitz jetzt über die rechte Seite. Das sind natürlich gleich 3 um den Ihard rum und viele Jäger sind des Hasen tot. So kam der Waldhof erst einmal in Ballbesitz, aber jetzt der OFC zurück, sage ich, und so geht's hin und her. Also im Mittelfeld. Naja, jetzt wird es wohl auch ein gelbes Kärtlein geben. Ein Kärtlein für den Meier, für den Stefano. Nicht so, dass er gerne zögert bei Gelben. Nein, also ich behaupte mal, nachdem wir jetzt 15 Minuten gespielt haben, 2 gelbe Karten, wo ich sage, die kannst du geben, die gelben Karten. Würde mich wundern, wenn es heute mit 22 Spielern endet. Also Frank Roloff schreibt: Herzliche Grüße aus Teneriffa. Rot-weiße Grüße an alle OFC-Fans vom Fanradio im Stadion und überall. Euer Frank Roloff aus dem Block 2 ansonsten. Jetzt gibt es erstmal direkt auf der Mittellinie den Freistoß, schnell ausgeführt vom Waldhof und in der eigenen Hälfte. Spielen sie erst einmal hier rüber auf die halbrechte Position. Und dann geht er hier ganz auf die Grundlinie. Immer noch. Ja, der Waldhof im Ballbesitz. Jetzt geht es dann ins Zentrum rein, aber kein Raumgewinn. Noch einmal raus. So, dann vor und zurück. Haken geschlagen. Also viele Ballstaffetten. Sehr ballsicher sind sie ja, das muss man ja schon sagen. Die Mannschaft hat schon Qualität. Ja, deshalb sind sie auch Meister geworden. Sie haben zwar aufgepasst, gekriegt Hotschardin im Laufduell mit Schulz. Nein, Michael Schulz kommt von Kaiserslautern 2. Der Junge hat viele Neuzugänge, aber die haben alle Qualität, diese Neuzugänge. Auch wenn da Balic aufgehört hat, ist es nicht so, dass da jetzt irgendwie eine unerfahrene Jugendtruppe rumläuft. Die wissen schon alle, wie das Bällchen rollt, wie es geht. Und die richtig guten Kicker, den Förster und so, die haben sie erhalten. Förster, der Segert, Marcel Segert, der rechte Verteidiger, hat schon 5 Saisontore. Ja, das als Verteidiger, also das ist schon aller Ehren wert. Also es ist klar, dass die Qualität haben, nur die haben wir auch. Da brauchen wir uns nicht verstecken. Jetzt gucken wir erst einmal. Fehlpass, Waldhof im Aufbau, der kommt gut. Meier passt aber auf, zurück auf Eckes der Ball.
Kein Problem im Strafraum. Hat er den Ball? Kurz gespielt auf Gorl auf der rechten Sechserposition. Querling auf Meier. Rapp hat Spiel zurück auf Gorl. Aufbau jetzt mit der Wechsel. Kommen rüber auf Schulte hier. Linke Seite, alles noch in der Kickershälfte. Schulte wieder quer auf Gorl, der gleich in den Mittelkreis kommt. Jetzt den Ball mit links rüber, schlägt auf die rechte Seite. Ihr habt da wie schon mit der Brust, fängt dann ab. Bleibt ein Ballbesitz. Tenzel dort am ersten vorbei, am zweiten vorbei. Jetzt hat er den Hackenschlagen reingelegt. Jetzt auf der Grundlinie, auf der Fünferlinie. Was macht er, der UFC immer noch? Jetzt muss er abziehen. Hier ab. Schießt er. Hand, Hand, Hand. Elfmeter muss es geben. Klares Ding. Alle heben die Hände. Jeder hat's gesehen. Aber kämpft er nicht. Nein, aber der ist der, der entscheidet. Was soll man sagen? Ja, ein Schuss, der wurde geblockt. Ich wage nicht zu behaupten, was das war. Aber viele, viele haben es gesehen. Also es kann schon... Sie heben doch nicht die Hand, wenn es kein Hand war. Nein, das auf gar keinen Fall. Willst du das anzweifeln, was unsere da... Nein, ich sage nur, ich selber habe es nicht gesehen. Mehr sage ich nicht. Und wieder in Gedanken nur hier bei deinem Freund, hier bei der Wurst von deinem Freund hier. Ne? Herr Dr. Kissner, schaffen Sie mir den Kammermeier weg. Er will mir die Wurst wegfressen. Da war er wieder, Marcel Reich-Radicki, der leitet und schwebt auf der Kickersfolge Nummer 7. Der UFC, der ist hinten rum jetzt im Ballbesitz bei Eckes. Er lässt erst einmal langsam angehen, Ruhe reinbringen und dann vielleicht schnell nach vorne, wie auch immer. JP Fee schreibt, also der JP, viele Grüße und er hat die richtige Antwort. Vielen Dank für die klasse Sendung und die Stimmung, die er ins Wohnzimmer bringt. Und da kommt jetzt der weite, weite Schlag nach vorne. Auf Vierrad kommt er da nochmal ran. Naja, so richtig will es nicht gelingen. Die Mannheimer auf Höhe der Mittellinie. Jetzt kommen sie in die offenbare Hälfte. Rein und rechts rausgelegt. Jetzt soll es schnell gehen über rechts. Oh, Ibrahima ist das auf der rechten Seite. Flanke kommt rein. Einer mit Glück gehabt. Huiuiui, in der Mitte war er. Gianluca Conte, der linke Mittelfeldspieler, nimmt den Ball direkt auf 5 Metern. Aber den konnte er nicht platziert aufs Tor bringen. Und auf 2-3 Meter vorbei. Hui. Aber guter Angriff über die rechte Seite. Ibrahima war es am Ende. Korte, der Abschluss, aber der Abschluss schon ausgeführt. Wieder bei Eckes, der Ball am 5 Meter rum. Eckes macht da keinen Mist. Bitte, bitte, mit links. Schießt dann an. Eieiei, Eckes. Da bleibt sogar mir das Herz stehen. Der schießt den Mann. Mit den Geschichten, du meine liebe Zeit. Christian Schröder, der grüßt aus Spanien von Salou. Und von den Schröders kommen da Grüße. Schau das Spiel ja, und holt bloß die 3 Punkte. Das ist so seine Botschaft. Ja, wir sind dabei, auch wenn es jetzt erst einmal 0-1 steht. Ja, da wird sein Hauer wieder stechen. Da wird Ihab festgehalten. Ja, und da ging es ihm zu schnell, oder? Freistoß gibt's, okay. Wolfgang Bauer hat hier noch was. Die richtige Antwort nämlich ist mit in der Lostrommel. Also grüßt alle Kickers-Fans und Alex Kranz, der weiß natürlich auch, was da gespielt wurde, oder? Ja, nee. Also er, doch, hier hat er es, da hat er die Also, der weiß die Details, ganz klar. Jetzt erst einmal der UFC vorne auf Goal gespielt, reingelegt. Ja, da wird er wieder gefällt am Strafraum. Und jetzt Ihab Daviche, was macht der Zielabort? Links vorbei! Ja, leicht verschwunden ist er, über den Spann ein bisschen gedreht, der Ball. Ist dann am Langling vorbeigeflogen. Schade, wieder eine Möglichkeit. Also der UFC, der Spielstand soll euch da nicht irritieren. Der UFC ist hier voll im Spiel, die ganze Zeit schon, die ganzen 20 Minuten. Wir kriegen ja auch Möglichkeiten. Und Waldhofs Tor, ja, es ist halt so ein 18-Meter-Schuss, der Eckes durch die Hände flutscht. Das war für mich nicht mal eine wirkliche Torchance. Normalerweise fängt er den mit der Mütze. Günter Kircher, der schreibt hier, vom 0-4, aber das war das Spiel hier. Wir wollen wissen, wie denn OFC beim Waldhof gespielt hat. Das ist die Quizfrage der GVO, der Gasversorgung Offenbach. Ja, die immer Vollgas gibt für den UFC und noch fürs UFC-Fanradio. Und das weiß die Doris, die ist mit in der Lostrommel. Und was gibt es denn jetzt hier? Achso, da gibt es noch eine Personendurchsage. Aber der UFC, der ist erstmal Ballbesitz, das ist das, was zählt. Und jetzt geht es langsam Richtung Mittellinie, erst nochmal zurückgespielt. Ja. Also 0-1 Kopp, aber der UFC trotzdem hier 20 Minuten richtig gut im Spiel. Jetzt kommen wir über die rechte Seite, kann da was kommen. Hier hat der Mischa den zweiten Ball geholt, geht in den Strafraum rechts rausgelegt. Da ist Götze, will die Flanke bringen, erst einmal geblockt, kann er den zweiten Ball holen. Ja, Chip zurück auf Rapp. Wieder auf Götze, im Duell ist er da mit Amin, hat den nächsten Ball sich geholt, Taylor mit der Hacke, Götze quer gespielt, Vierrad, kurz spielt, nicht reintragen, ihr Lieben, jetzt Vierrad im Strafraum, da ist er, da wurde er gefault. Einmal, der UFC immer noch im Ballbesitz und Theo, wo schießt denn Theo hin ins siebte Stock? Da muss die lange Flanke kommen. Aber da wollten sie ihn ins Tor tragen, das war eine Ballstaffette mit, gefühlt 16 Stationen. Meine Güte, als wären die Waldhöfer nur Statisten, so wollten sie sich durchspielen.
Ende war er abgedrängt, der Serkan dann nochmal zurück und Theo statt die Flanke zu bringen, dann war es so ein Halbflanke, Halbtorschuss, aber hinten hoch am langen Eck vorbei, Abschluss gibt es zu Waldhof. 21,5 Minuten gespielt, 0:1, grob der Torschütze. Aber der UFC im Spiel, absolut voll im Spiel. Jetzt gibt es Einwurf schon in der Hälfte der Mannheimer, direkt vor der Mannheimer Kleinbühne. Und da kommen die Anforderungsrufe, OFC, OFC, skandieren sie. Ja, und der Ballon sagt, der Peter, der hat sportliche Grüße hier zu bestellen, weiß die richtige Antwort und hofft heute auf ein 3:1. Das wäre natürlich nach unserem Geschmack. Jetzt erst einmal Matthew Taylor dort. Ah, da wird er ja nicht glücklich mit dem Ball. Allerdings dann ins Ausgeschlagen. Einwurf wird es geben. Und der Holger Herth, der ist mit in der Lostrommel. Der Tim Kaiser schreibt liebe Grüße an Frank und Stefan Simon, die heute leider nicht im Stadion sein können. Gruß an uns beste Fanradio der Welt. Rotweise Grüße aus Rotenburg an der Fulda vom Tim. Ja, Schulter auf der linken Abwehrseite. Weiter Schlag nach vorne. Hoca steigt hoch. Aber erst einmal gewinnt Schulz den Zweiger. Aber Vierrad hat ihn am Ende. Hoca will sich durchsetzen. Schulz erläuft den Ball. Aber Vierrad, ja, Gretchen ein bisschen weg. Der fällt sehr schnell. Baumlang der Kerl. Aber fällt wie eine Feder. Vielleicht durch den Waldhof hinten auf der rechten Abwehrseite. Fadi schreibt, er sitzt gespannt vom Röhrengerät und hört ja zu. Nur der OFC, seine Botschaft, Gruß an alle OFCler. Und er kann heute krankheitsbedingt nicht dabei sein. Gute Besserung. Ja, genau, Fadi, gute Besserung. Das ist der Best hier, du. Ei, ei, ei. Na gut, allerbeste Besserung. Ich hoffe, wir quatschen hier noch den einen oder anderen rein. Jetzt aber erstmal weiter. Ja, Theo gewinnt das Kopfballduell. Wald auf 1, 2, 3 Mal kommt unser halb rechts. Aber dazwischen sind wir. Vierer hat den Ball. Jetzt gibt's Geld. Jawohl, der Waldenberg in Gelb. Nummer 6, der Bösewicht, der Gärtner war's. Ja, wie im Tatort, der Gärtner war's. Natürlich haben wir zu Null gespielt, meinte Kevin. Mehr wollen wir nicht verraten, damit haben wir wieder einen Tipp gegeben. Und rot-weiße Grüße kommen auch aus Biedenkopf vom Achim Unkel, der weiß es natürlich auch, ganz klar, wie wir beim Waldhof gespielt haben. Hi, ich grüße die Superbabbler, heute müsst ihr noch 2 Tore reinbabbeln mit eurer Empfänglichkeit. Und zum Schluss grüße ich noch meinen Schatz, das ist der DJ Heiber, der auf einen Sieg hofft. Und jetzt kommt erst einmal die Flanke dort vorne. Geht's weiter mit Vierrad auf Hoca. Aber dann erst einmal der Waldhof zurück im Ballbesitz. Oder kriegt der Theo? Ja, den erst einmal. Rapp klärt ganz zurück auf Schulte. Und dann geht er rechts rüber. Stefano Meyer. Ja. Also, die haben natürlich auch Lunde gerochen, stehen natürlich auch hoch. Ja, klar, nein, die machen das schon, also Waldhof macht das hier schon wirklich gut. Also, sie sind ja auch ein bisschen Verletzungssorgen haben sie auch, das ist klar. Allerdings bei dem Kader, der 27 Leute im Kader, reichlich Qualität. Also, da, oh, ja, Gretsch rein, Ball ist noch im Feld, passt mir auf da. Hat sich Schulte dupieren lassen, durchgesteckt im Strafraum. Schulte ist da, erst einmal hilft, wegspielt auf Eckes, bist du wahnsinnig, der steht auf der Torlinie. Fast aus der Torlinie spielt er rüber zu Eckes. Also die machen da hinten schon tolle Sachen heute. Ja, musste Nerven haben, nur weil der Eckes kloppt ihn weg, wieder mal über den Fink an der Mittellinie. Ist er nach rechts rausgespielt, und sehr weit. Ibrahima ist das, kann den Mann das noch annehmen gegen Theo im Zweikampf. Theo beißt sich da rein, drängt ihn ein Stück weit ab. Er muss den Rückwärtsgang einlegen. 42 Tomina Ederson wird er, glaube ich, nur genannt. Ist er aber angenommen, weiter gespielt, versuchen sie es zentral mit Korte. Auf Segert gespielt, nee, jetzt ganz zurück auf Schulz. Ist schon eine Kante da. Quer auf Fink, Neuaufbau der Waldhof in der eigenen Hälfte. 25 Minuten gleich gespielt, 0:1 steht, guckt der Torschütze. Aber der OFC ist trotzdem sehr gut im Spiel, auch wenn jetzt Waldhof hier die letzten 2-3 Minuten das ganz ordentlich in unsere Richtung unseres Tors macht. Aber da haben wir ihn wieder. Hier habt ihr mich wieder eine Hälfte auf der rechten Seite. Theo gefunden. Auf der linken Seite geht er über die Mittellinie. Na ja gut, aber das war noch das Beste, was passieren konnte. Der Ball ging nämlich ins Aus. Da war noch ein blaues Bein dazwischen. Einwurf jetzt geben für den OFC. Thomas Tönkes hat die richtige Antwort. Das ist mit dem Lostopf. Und auch der Michael Dietz, der weiß genau Bescheid, kommt aus Gummersbach und von genau dort grüßt auch alle OFC-Fans. Jetzt geht's weiter mit dem OFC. Dort vorne im Gestacher. Das ist Goal. Naja, der versucht jetzt dort vorne drauf zu pressen. Die Mannheimer ganz tief hinten drin steht. Und Theo, der hat die Kugel. Jetzt muss er vorbei am ersten. Aber eng ist es, muss alle hinspielen. Jetzt Hoca. Oder was macht er? Ah!
große Möglichkeit. Irgendwie hält ihn irgendwie. Da musste Markus Scholz sich lang machen. Gute Möglichkeit für den OFC. Und jetzt gibt's Eckball. Und wir sind ja derart empfänglich. Serkan Vierer von der linken Seite muss das Ding wegdrehen. Theo läuft da schon in den Strafraum ein. Ja, nee, der wird wohl lang kommen, weil Hotscher ist zugestellt, der sich da kurz anbietet. Serkan Vierer hat mit links mit dem Wegdrehen vom Waldhof-Tor. Niemand an den Pfosten, der Ball kommt rein. 5-Meter-Raum. Das war erst einmal Goal per Kopf. Der nächste rausgeschlagen. Hoch haben wir den. Theo kann ihn annehmen, den Ball. 30, 40 Meter vorm Tor. Halb links. Wieder bringt er rein. Hodja wollte durchstecken. Ja, jetzt hat er noch Ihab Davische. Er ist 18 Meter vom Tor rechts rausgespielt. Da ist Rapp an der Strafraumkante. Chippt ihn rein. Hodja per Kopf. Das ist der Konfirat. Ach, abgepfiffen. Nee, war nicht abgepfiffen. Also weiter geht's. Und der Waldhof, der versucht jetzt mit dem Tempo Gegenstoß. Naja, kein Foul, weiter geht's. Immer noch der Waldhof am Ballbesitz. Jetzt wird die Seite gewechselt, rüber auf die linke Seite, vor die Waldemar Klein. Da kommen sie, schnell sind sie unterwegs. Die Offenbach allerdings auch wieder mit zurückgekommen. Also, da greift jetzt die Kette. Und Götzscher, der hat das gut gemacht. Und da geht er gleich mal vorbei am ersten und am zweiten. Und dann kommt der Pass. Ja, ja, ins Nirvana sozusagen. Den Pass kann nur Lars Kissner erlaufen. Der sitzt hier oben neben mir. Gelandet bei Scholz, der sofort abgeht wieder. Raus spielt auf Scholz. Scholz auf die Nummer 6, Sebastian Gärtner. Einen der Sechser Segert. Der bisher erfolgreichste Torschütze mit 5 Treffern, der rechte Verteidiger. Gibt es auch nicht so oft, dass ein Verteidiger der erfolgreichste Schütze ist. Aber der hat tatsächlich in jetzt 10 Spielen 5 Hütten gemacht. Chapeau. Und das ist Koch, der Torschütze. Chip raus auf Ibrahimay. Im rechten Halbfeld ist er noch. Muss erst einmal abdrehen. Theo hat ihn gestellt. Segert. Ja, da stolpert er über den Ball. Und wir haben ihn wieder. Rapp, Meier. Und da soll es schnell gehen auf Taylor. Aber das war zu schnell. Wieder der Waldhof. Meier per Kopf geklärt. Ja, da war es technisch anspruchsvoll. Und dann rotzt ihn erst einmal Schulte weg. Und von allem aus, Olli Reck hat die Kugel. Und dann hat die Nathalie Tisser auch die richtige Antwort. Ist mit dem Lostopf der Jürgen Henkel, der weiß es natürlich auch. Oh, der grüßt alle zu Hause am Volksempfänger. Wir drehen das noch ganz sicher. Grüße aus, hey, der weiß gar nichts, aber Grüße aus Südtirol, schreibt er. Und jetzt kommt erstmal der OFC mit Vierer. Dann spielt er auf Taylor. Der ist schon am Strafraum. Da kommt der Ball in die Mitte rein. Aber dann erst einmal abgeblockt. Der Waldhof. Aber der OFC, der kommt zurück mit Theodosiadis. Erstmal ganz zurückgespielt. Auf Dennis Schulte. Jetzt wird die Seite gewechselt. Noch in der eigenen Hälfte. Stefan Neumeier, der geht über die Mittellinie. Flachpass rüber auf die rechte Seite. Immer noch der OFC. Hier hat der Wische. Ja, ja. Geht zu Boden. Und das ist eine gute Position. Ein bisschen weit, aber naja. Weit gibt es nicht. Das sind 29 Meter diagonal bis zum Tor. Ja, aber das ist für den Linksfuß. Für den Linksfuß. Das also Vierrad. Das ist Vierrad jetzt. Bist du empfänglich? Ich bin komplett empfänglich. Alles tun rein? Dabbel rein. Serkan Vierrad, das wird der Freistoß des Serkan Vierrad werden. Das ist die Position. Ja klar, er ist noch 3-4 Meter weiter weg vom Strafraum als gewohnt. Normal kennen wir es so 18-19 Meter, jetzt sind es so 23 Meter, 24 Meter. Halb rechts, das Ganze also für den Linksfuß optimal. Er legt ihn sich auch hin. Meter vor die Mauer, steht an der Strafraumlinie. Also wissen wir es ganz genau, 25 Meter sind es. Zum Ball, Roger ist da, Vierrad ist da. Ich sage, Vierrad wird ihn schießen. Und jetzt sind wir empfänglich, jetzt sollte es so sein. Serkan, versuch es, die Riesenmauer ist gebaut. Auch der Scholz weiß das natürlich. Serkan, Vierrad, kurzer Anlauf. Gucken, kann er den bringen? Der kommt jetzt zu hoch. Halber Meter zu hoch. Ja, Leon Göring ist mit in der Lostrommel. Der weiß die richtige Antwort. Und der Edmund Vollbert, der hat es auch richtig gesagt. Der grüßt alle OFC-Fans. Der Bernd Zinn, der ja, ist natürlich dabei. Grüßt aus Overath. Ihr macht einen tollen Job. Wir schaffen das noch, schreibt er. Wie gesagt, aus dem Rheinland. Und Grüße kommen auch von Nils Lisson. 3 Punkte bleiben in Offenbach heute. Geht Flecko, der gerade in Jena ist. An die rot-weißen Nasen, liebe Grüße vom Nils. So, und jetzt der OFC schon wieder im Ballbesitz mit Vierrad. Über links, ja, kommt er noch an auf Hodja? Nein, der kommt nicht an. Naja doch, er bleibt zumindest in den Reihen der Offenbach, auch wenn Taylor erst einmal mit dem Kopf den Ball nicht kontrollieren kann. Marco Rapp, er holt die Kugel ein bisschen zurück. 30 Minuten gespielt und 20 Sekunden immer noch 0-1 nach dem Bock, den da Daniel Endres geschossen hat, der OFC. Aber ja, ich würde sagen, von den Spielanteilen die bessere Mannschaft. Nein, wir sind die bessere Mannschaft. Wir haben die besseren Möglichkeiten. Also das Spiel, wenn es 0-0 steht, müsste man sagen,
Ja, Waldorf hat einen guten Torwart da gehabt, hier und da mal ein bisschen Glück gehabt. Wir könnten 1-0 führen. Das Tor, wie gesagt, darf so nie fallen. Es ist halt gefallen, deshalb müssen wir es so vermelden. 0-1 steht's, aber der OFC absolut gut im Spiel. Die bessere Mannschaft, die überlegenere Mannschaft. Seitdem auch von Waldorf keine Torchancen mehr. Ja, wir sind immer wieder, jetzt müssen wir aber aufpassen bei dem Konter, nicht dass es übertölpelt, das ist Segert. Heieieiei, der hat schon viele Tore gemacht. Schulte passt auf, Fahne hoch, abseits war es beim Pass. So, hallo und Gruß auf den Bersch. Herzlichst Grüße Christian Franzke und auch er ist im Lostopf. Peter O'Gallagher weiß die Antwort. Nein, er schreibt, wir haben 2-0 verloren. Das kann ja nicht sein. Gruß ans ganze Team. Und jetzt auf der wieder über die rechte Seite unterwegs mit Ihab Davische. Da will er vorbei, Übersteiger am ersten ist er vorbei. Jetzt geht er zur Grundlinie, da kommt er in die Mitte rein. Kopfball und da ist er nicht in der Linie geklärt. Mit zwei Mann auf der Linie klärt der Waldhof. Es war der Feldspieler, es war Marcel Seger, der in der Linie kratzt. Aber wir sind noch dran, noch am Strafraum rausgeschlagen jetzt. Jetzt können sie sich befreien, jetzt versuchen sie sich zu befreien. Theo passt da auf gegen Ibrahimay. 1-2, Ibrahimay immer noch am Ball. Jetzt hat der Förster gefunden, der in der eigenen Hälfte noch zentral ist. Das Spiel nach links verlagert. Mit den 42 Tormena ist das. Das müsste Korte sein, ist es. Der muss aber wieder abdrehen und zurück auf Fink spielen. Der spielende Co-Trainer quer auf Schulz. Das war wieder ein Riesending. Kopfball war es. Toll von ihr, habt ihr Wische vorbereitet, Kopfball Taylor und von der Linie gekratzt von Segert. Also der Scholz flog hin, der Segert, der stand da und gemeinsam haben sie irgendwie den Ball weggekratzt. Monsieur Taylor, hast du es gesehen? Das stand da richtig, aber da war er ein Ticken zu klein, dann hätte er den vielleicht noch bekommen. Der Waldhof erst einmal jetzt im Aufbau, dann aber nochmal ganz in die zentrale Position zurückgespielt, auf Höhe der Mittellinie. Da kommen sie jetzt, treiben die Kugel rein, Schulte versucht es ein bisschen, dann kommt der Waldhof über rechts, rausgelegt. Ja, jetzt zieht er dann ein bisschen rein an die Strafraumgrenze. Jetzt muss man aber langsam mal den Ball vom Fuß nehmen. Das haben sie auch gemacht, die Offenbacher im Ballbesitz mit Theodos Ialis. In die Mitte gespielt, Matthew Taylor. Ja, kommt zu Fall, Freistoß gepfiffen. So, das letzte Auswärtsspiel, da ist die richtige Antwort vom Rokokop. Und Grüße an Elli, Luzi, Janina, Leon und Lars und Thias. Ihr macht ja einen klasse Job. Also haben wir hiermit ausgerichtet und rot-weiße Grüße auch aus Aschaffenburg an alle OFC-Fans. Ich verfolge eure Sendung jedes Mal, wenn ich auf den Bersch kann, Anita Kircher. So, ja, und jetzt ist hier kurz unterbrochen, das sage ich mal, wir brauchen dringend eure Unterstützung. Wir müssen noch 10 Spieltage gemeinsam finanzieren. Also der Großteil ist geschafft, aber es fehlen doch noch viele. Insofern bitte schaut, 40 Euro brauchen wir oder 2x20 Euro Vorrunde, Rückrunde oder eben ein Dauerauftrag über 3,33 Euro im Monat. Dann kriegen wir das gemeinsam hin. Du hörst ja Fanradio, du brauchst uns also bitte. Wir wollen es gerne geben und tun, aber wir brauchen noch die Mittel dazu. Jetzt kommt der OFC. Ja, dort vorne, Matthew Taylor, der wird natürlich eng genommen. Jetzt vielleicht in die Mitte reingesteckt und das ist die Möglichkeit. Vierrad in die Mitte. Ah, noch einmal Vierrad von der linken Seite. Abgelegt, dann wird es eng und enger. Schuss. Ah, Faustparade. Eieiei, er muss sich zwar nicht viel bewegen, aber alles andere als mit der Faust wäre hier töricht. Ein Vollbretter von Dren Hoxha aus 17 Metern zentral. Und da reißt er gerade noch die Fäuste hoch, der Marco Scholz. Zweiter Eckstoß OFC hier nach 34 Minuten. OFC macht ein geiles Spiel. Einzig und allein der Spielstand. Der geht uns auf den Keks, aber vielleicht ist es gleich vorbei. Denn jetzt kommt die Ecke, reingeflogen, Kopfball auf der Latte. Donnerschlag, was soll denn hier noch passieren? Der OFC hier, die klar bessere Mannschaft. Das gibt es nicht. Eieieiei. Lutz, OFC, glänzend aufgelegt. Absolut, Lattenkopfball, Brian Gall nach der Ecke. Heiliger Strohsack, was Torchancen also. Glücklich aufgestellt. Ja, der stützt sich auf den Rapp, meine Herren, du. Ei, da wollte er den weißen Riesen spielen. Uiuiui, so, was tut das Hessisch so gut? Plattdeutsch versteht Kassau. Grüße aus Kiel von Manfred Kehm. Also auch er ist mit im Lostopf, haben wir hiermit ausgerichtet. Und jetzt gibt es erst einmal Freistoß für den OFC. Ja, im Mittelkreis oder direkt am Rand des Kreises. So, und das wird Stefano Meyer sein. Ah, erstmal zurückgelegt auf Schulte. Dann links auf Vierrad, Theo. Ja, die machen schon sehr früh dort vorne richtig zu. Die Mannheimer, die gehen früh drauf. Ah, vielleicht jetzt mit Goal. Kann er den behaupten? Nein, gleich zwei Mannheimer. Also die doppeln richtig gut. Aber eben, der Ihab ist nochmal drauf. Armin hat den Braten gerochen, haut den Ball raus.
Ball haben wir wieder zurück über Rapp Meier. Meier jetzt hat die Abdavisha angespielt, stoppt den Ball schön. Ah, durchgesteckt auf Kölzer. Der hat rechts außen Platz. Der geht, gucken wir mal, Flanke kommt rein. Und, ah, Taylor! Guckt er erstmal, habe ich ihn wirklich gefangen? Habe ich ihn gefangen? Und er hat ihn gefangen. Und jetzt Verletzungsunterbrechung. Und da war irgendwas mit dem Torwart. Oh, Taylor, nee. Taylor und Zegert, die sind da in diesen Ball reingeflogen. Taylor aus 5-6 Metern köpft ihn aber genau auf Scholz, der da abtaucht, den Ball hat. Aber Taylor liegt noch am Boden, Zegert steht wieder. Aber der Mette hat da was abbekommen. Aber es war wieder ein geiler Angriff über Ihab. Auf der rechten Seite durchgesteckt auf Kölzer, der bringt die Flanke. Und in der Mitte fliegt der Matt rein, wie sein Mittelstürmer tun muss. Steht auch wieder, ja. Die Mannheimer, die muss man sagen, die glänzen durch ihr taktisches Verständnis. Die machen ganz schnell die Räume zu, doppeln gut, stehen hoch. Also das ist schon alles recht gut. Aber der OFC, der macht deutlich das Spiel. Ein richtig geiles Spiel. Wir sind hier, ja, wie man so schön sagt, immer optisch überlegen. Also die Nadelstiche von Mannheim, die waren sehr, sehr überschaubar. Da war sonst gar nichts. Und wie gesagt, das Tor, der 17-Meter-Schuss normalerweise, der Eck ist mitten in der Nacht mit dem Hut. Heute halt nicht. Also wir müssen das irgendwie ausgleichen. Aber die Chancen haben wir alle mal. Also dickes Ding, Lattenkopfball von Brian Gall und zweimal Taylor. Aus. Und dann machen wir schnell noch hier die Grüße an den Vetter Thomas in Dublin. Gute Besserung nach seinem Bergunfall. Oliver aus dem Schatten der Zugspitze, der Oliver Koch war das. Und ja, die Mara Ruppel, die will jetzt auch gewinnen. Hat auch die richtige Antwort, ist mit dem Lostopf. Jetzt geht's gleich weiter, allerdings erstmal ohne Matthew Taylor. Wobei er dann doch, dann denke ich, gleich kommen darf und kommen wird. Gut, ich grüße, ihr seid Spitze und grüße an alle Kickersnasen vom Herbert Berg. Haben wir hiermit auch ausgerichtet. So, jetzt der Waldhof erstmal im Rückwärtsspiel. Oh, tja, hat aber eine Schleifspur hinterlassen auf dem Rasen. Da kriegt er Ärger mit Bötti, unserem Platzwart. Aber der Waldhof, er kommt über halb rechts. Ja, Korte ist das jetzt seitenverkehrt, ist er der Linksfuß. Auf der rechten Seite Fuß er immer noch. Uiuiui, macht er gut, mit Glück und Geschick. Geht in den Strafraum, pass auf. Heieiei, Waldhof am 5-Meter-Raum, Abschlag. Ei, damit Glück gehabt. Das war eine gute Einzelaktion, das muss man schon sagen, du. Also, das ist schon natürlich keine Landkundschaft. Nein, Gianluca Korte war es ja eigentlich link, aber die haben jetzt auch getauscht. Korte rechts und Ibrahim hat sich links einsortiert und er hat sich durchgefuddelt eben, aber am Ende ja, haben sie dann einmal selber ins Ausgetragen. König aus Weimar, der schreibt, Mensch, ich halte es nicht mehr aus, ich werde hier verrückt. Ihr seid super, ich habe das Gefühl, ich wäre im Stadion. Super Job vom Fanradio. Wie gesagt, Grüße vom Gönni aus Weimar. Jetzt geht es erst einmal weiter mit dem hohen Abschlag. Aber dann der Waldhof dann in seiner eigenen Hälfte im Ballbesitz. Jetzt geht es Richtung Mittellinie auf der rechten Seite. Firace hat er den Ball zurückerobert. Kommt jetzt, Messiu muss rausgehen auf die linke Seite. Firace immer noch, will vorbei am ersten, am zweiten. Aber das ist zu viel und da ist so keiner recht. Jetzt spielt er in die Mitte rein auf Hoca. Das ist aber sehr, sehr eng dort. Was soll er denn machen? Und dann versucht das mit einem Trick, mit einem Chip. Immer noch Firace, alles im 16er der Waldhöfer, da kommt er hoch reingeschlagen, aber da ist so recht keiner. Ihab, nein, Götzscher, der holte zwar aus. Ui, was gibt's denn da? Freistoß. Hassan Amin, glaube ich, war da dazwischen, wurde getroffen am Ende von Götzscher. Schiri pfeift Freistoß für Mannheim aus dem eigenen Strafraum heraus. Ja, Hassan Amin war es, gebürtiger Darmstädter, afghanischer Nationalspieler. Das ist übrigens der. Afghanistan oder was? Ja, ja. Uns? Ja. Der war der von Reisig, der geparkt hat. Ja, da war einer. Ja. So, also jetzt Waldhof Mannheim tief in der eigenen Hälfte. Ja, die führen 1-0. Ah, und sie verlegen sich natürlich drauf. Ah, blitzsauber dann schnell nach vorne zu spielen. Aber erst. Mensch, der Name war weg. Mojib Jamali, auch afghanischer Nationalspieler mittlerweile. Kriege ich auf Facebook zu. So. Ja, da muss der Goal eigentlich nochmal mit dem Fuß hingehen. Da hat er gehofft, dass er zum Kollegen kommt. Stattdessen die Mannheimer jetzt aus der zentralen Position heraus, im Kreis rechts rausgelegt. Erster Angreifer Serkan Firat und Marco Rapp, der hat die Kugel jetzt erst einmal links rausgespielt. Aber da ist der lange Schlags da hinten. Da ist wenig zu machen. Firat jetzt abgelegt mit der Hacke auf Theo. Da hat natürlich auch gleich wieder zwei um sich. Dennoch bleibt er erstmal im Ballbesitzer. Kommt er kurz reingespielt. Naja, weiß ich nicht. Für den Spieler war es zu wenig. Nö, er geht rein, tritt sich rein. Normaler Zweikampf, er schießt direkt. Also da, wenn er da Elfer gibt, dann haben wir pro Spiel 8, 9 Elfmeter. Ganz ehrlich.
Irgendwo ist Fußball auch ein Kontaktsport und ein Foulspiel war das allemal nicht. Also 4 Minuten und 20 Sekunden noch zu spielen. 1-0 für der Waldhof. Durch, ja, ein dummes Ding. Der Torschütze war eigentlich Eckes. Aber gut, vielleicht geht ja noch was und es sieht zumindest so aus. Der UFC, der ist nämlich prächtig aufgelegt, ist hier die bessere Mannschaft und hatte hier Chancen, um nicht nur auszugleichen, sondern auch schon deutlich in Führung zu gehen. Ja, da hat er wieder abgepfiffen, da habe ich hier noch was. Herbert Berg grüßt und er hat die richtige Antwort, ist mit im Gewinnspiel der GVO, die Gasversorgung Offenbach, die einen Vollgas gibt für den UFC und auch fürs UFC-Fanradio. Ja, immer noch Verletzungsunterbringung, ich sage es nochmal, wir brauchen dringend eure Unterstützung. Bitte schaut mal, unsere Bankverbindung steht auf der Fanradio-Website und auch jetzt ist sie gerade eingeblendet. Da könnt ihr uns den Beitrag überweisen und so sichert ihr den Fortbestand des Fanradios. So sichert ihr euch sozusagen euer Hörvergnügen. Und wem es auf einmal zu viel ist, der kann auch 2x20 € zahlen, Vorrunde, Rückrunde oder eben monatlicher Dauerauftrag, 3,33 €. Und das kann dann wirklich jeder. Jetzt erst einmal, ja, ja, ganz, ganz weit abgeschlagen oder geschlagen, bis auf Eckes vom Waldhöfer Spieler. Also da gab es keine große Mühe. Eckes die Kugel rechts rausgelegt. Und vor der Halbzeit würden wir gerne noch ein Türchen sehen. Da wäre so das ein oder andere Türlein schon nicht schlecht. Also ich wäre extrem empfänglich. Es wäre auch allemal verdient, ganz ehrlich. Also wir hatten hier 3, 4, 5... riesen Tormöglichkeiten, dass hier 1-0 steht, ist normalerweise ein Witz, ja, zumal es keine wirkliche Torchance war. Jetzt aber erst der Matteo mit der weiten, weiten Flanke. Gucken wir mal, ihr habt da Wische, kann er die noch erlaufen an der Eckfahne hinten. Ist im Zweikampf gegen Armin der Fuß dazwischen und Einwurf auf 10 ein. Das ist ganz gut. Auf der Verlängerung der 16er Linie gibt es jetzt Einwurf vor der Waldener kleinen Tribüne. Ja, wo soll er hinwerfen? Wo soll er hinwerfen? Jetzt hat er dann versucht, auf Marco Rapp zu zielen. Aber die Mannheimer hauen die Kugel erst einmal weg. Jetzt stehen sie alle erst mal hinten drin. Und der UFC muss neu aufbauen, ganz aus der eigenen Hälfte herauskommend. Ja, Schulte mit dem Flachpass. Eieieiei. Aber bleibt in den Reihen der rot-weißen Offenbacher über halb rechts. Jetzt aber da ist er übergegangen in die Reihen der Blau-Schwarz. Ja, die Schlag geht raus mit Armin da, den linken Verteidiger, aber der findet nur Serkan Götze, der Ball stoppt. Meier Rapp über die rechte Seite in der Waldorf-Elfsimme. Ah, schön, ihr habt da Wische. Gegen zwei ist er da vorbei. Am dritten auch noch, zieht in die Mitte. Schön links raus, wieder auf Theo, der direkt in die Mitte will. Aber er findet nur Segert, aber schnell Einwurf UFC. Gucken wir, Serkan Vierrad bietet sich an, wieder zurück auf Theo, der ist jetzt vorbei, hat die Flankenmöglichkeit, Flanke kommt rein, da ist aber keiner in der Mitte, aber der Ball ist hoch. Ja, aber da erst einmal zweiter Sieger im Kopfballduell, dennoch bleibt der Ball in den Offenbacher rein, kriegt den Theo noch, nein, der Ball geht ins Aus, Einwurf jetzt von der linken Seite auf der Verlängerung der 16er Linie, schön, Vierrad mit der Körpertäuschung schon mal vorbei, aber dann zurückgespielt, auf Schulte, Marco Rapp im Zentrum. Ja, als letzter Mann sozusagen muss den Ball rechts auf Stefano Meyer spielen. OFC, OFC, hört ihr es im Hintergrund, skandieren sie. Ja, die 6.000 Offenbacher Fans. Und dann ist der Ball im Seitenaus. Also Einwurf Waldhof. Ja, so ist es an der eigenen Strafraum, linke Verteidigerposition. Werden sie einwerfen. Das ganze Block 1D ist das. Wer sich mit der Blockunterteilung auskennt, da wo noch die Fans stehen. Da ist ja der 1B, 1A, der ist ja abgesperrt. Pufferblock sozusagen. Da ist nur Ordnungskraft und Polizei. Die Wachtmeister haben sich da reingestellt. Der UFC kommt über die rechte Seite noch einmal hier. 50 Sekunden vor Schluss der ersten Halbzeit, wenn es nichts drauf gibt. Wirklich ein hochintensives Spiel in den ersten 45 Minuten der UFC. Die, finde ich, dominierende bessere Mannschaft. Waldo führt 1-0, was im Grunde ein Treppenwitz ist. Wir hatten die klar besseren Chancen. Wir hatten ja nur die eine richtige Möglichkeit. Emina Hasanovic schreibt hier die richtige Antwort. Das ist mit dem Lostopf von der UFC, der kommt nochmal, aber dann, naja, wird es Freistoß für den UFC geben. Ossi Joe schreibt auch die richtige Antwort. Gruß vom Sven Schmetzdorf. Gruß vom Berg, ihr macht das Radio zum Erlebnis. Und Thomas Demuth weiß es auch, ist mit in der Lostrommel. Jetzt der UFC, dort vorne nochmal vor dem Waldhöfer Tor. Naja, will man zumindest hin. Erst einmal jetzt aus dem Halbfeld. Halbe linke Seite, Theo in die Mitte gespielt, auf Vierrad im Zentrum. Nochmal Theo gesucht auf der linken Außenbahn. Jetzt könnte die Flanke kommen, da kommt sie auch weit, weit, weit rein, zu weit.
So recht kam da niemand ran. Oder, ihr habt vielleicht, ne? Kölscher hat die Kugel. Zurückgeholt, zurückgespielt auf Meier. Und aus gibt es dafür. Kommt noch einmal bespielen, Goal. Ist da nach der Position. Der spielt auf Theo. Linkes Halbfeld gegen 1 gegen 2. Wieder durchstecken auf Vierer. Schafft er nicht. Wieder zurückgeholt der Ball. Und Vierer links außen Position gegen 1 gegen 2. Ist er da. Setzt sich schön durch. Ist jetzt fast an der Grundlinie. Steigt noch einmal vom Ball zurück auf Theo. Theo, lock mal einen ab, Mensch. Oder flank ihn rein. Goal, kommt er nicht dran. Ah, lang rausgeschlagen. Erst einmal. Nur die Wahl des Fallrückziehers, sonst nicht. Ja, nein, das. Eieiei. Kommt Götzscher noch einmal oder der Konter von Waldhof. Hanse Platz macht er erst einmal gut. Das ist Korte. Will durchstecken. Schön aufgepasst, Schulte da. Erst einmal weg der Ball. Und die Waldhöfer müssen zurückspielen hier. Wir sind in der Nachspielzeit. Jetzt ist vorbei. Eine Minute drüber, Halbzeit ist und da sind wir gleich wieder für euch da in der zweiten Halbzeit. Wird es weitergehen, die große Aufholjagd, sie wird starten, sie wird beginnen, prophezeie ich, weissage ich, denn der UFC, der war richtig gut im Fluss, der hat ein geiles Spiel gemacht und eben da oben im VIP-Raum hieß es immer nur, wie kann das sein, wann haben wir den Waldhof mal so beherrscht und dann liegen wir noch zurück. Ja, kann mich jetzt auch so nicht erinnern, aber es ist echt ein Treppenwitz hier, 0:1, aber wir haben 45 Minuten Zeit, hier zwei Murmeln einzulegen und dann haben wir das Ding gedreht. Sehen wir es, Mike Vetter ist ins Spiel gekommen, so das Spiel geht hier los. Jetzt weiter, der UFC im Ballbesitz, zweite Halbzeit, die läuft jetzt, haben wir die Zeit genommen. Und der UFC versucht schon wieder im Vorwärtsgang. Wir werden gleich auch das Gewinnspiel auflösen. Und da haben wir die Siegerin vom letzten Mal da und das ist... Mia. Die Mia, herzlichen Glückwunsch und du bist heute bei uns, das gefällt dir, oder? Ja. Ah, und jetzt glaubst du, dass jetzt was gehen könnte mit dem Freistoß? Ja, das könnte. Also Vierrad, der haut die Kugel dort erst einmal vorne rein. Aber der Waldhof, der klärt aufgrund auf Kosten eines Eckballs. Und der UFC, der wird ihn schießen. Von der Waldemar kleinen Tribüne aus kommend auf Biberer Tor zu. Das ist ja unsere Lieblingsposition. So wollen wir ihn jetzt reinmachen. So, Mia, dann musst du mir jetzt eine Zahl sagen. Und die werden wir dann gleich auflösen zwischen 1 und 54. 28, ziemlich in der Mitte drin. Und jetzt gucken wir erstmal, wie das Tor fällt, denn wir sind empfänglich. Theodosiadis durchgesteckt auf Vierrad, aber dann ist er erst einmal zurückgekommen auf Götzscher, der hier den letzten Mann im Moment gerade spielt. Mit dem weiten Schlag vorne 25, 30 Meter reingelegt auf Matthew Taylor im Strafraum. Jetzt muss er sich drehen, da kommt die Flanke reingedreht. Aber da ist er da, Scholz, der pflückt die Kirsche runter. Und wirft gleich ab. Lars wird jetzt hier den Sieger rausholen. Die Mia hat es, glaube ich, nochmals gesagt. 28. Ja, schauen wir mal, wer das ist, wer der Nachfolger von ihr sein wird. Waldhof baut hinten auf über die linke Seite. Spielen sie raus. Erst einmal auf Fink. Wieder zentral. Ederson. Wieder auf Fink, der quasi Linksverteidigerposition jetzt gemächlich aufbaut. Ja, warum sollten sie Hektik haben, die Waldhöfer? Sie führen hier 1-0. Wahrscheinlich wissen sie selber nicht so genau, warum. Haben ein ganz komisches Tor geschossen, das werdet ihr dann schon sehen. Aber ansonsten war der OFC hier die Mannschaft. Absolut, die spielbestimmende Mannschaft, das muss man nochmal unterstreichen. Und Ihab Davische, da ist er wieder zum Zungenschnalzen. Jetzt kommt er, ja, Mike Vetter, rüberlegen. Oder was macht er in die Mitte rein? Noch einmal Vetter, jetzt tritt er an, richtig vorbei am ersten, am zweiten. Ja, schon im Strafraum, aber wohin spielen? Dann wird es eng. Jetzt nochmal zurückgelegt auf Vierrad. Aber da hinten, da stehen sie schon dicht gestaffelt, die Blau-Schwarzen. Da ist so schnell kein Durchkommen. Vierrad versucht es dennoch. Jetzt Brian Gorn über die rechte Seite in die Mitte rein. Und abgelegt. Jetzt muss Rapp schießen. Oh, rechts vorbei. Riesenmöglichkeit erneut. Der UFC, er macht da weiter, wo er zuletzt aufgehört hat. Und jetzt lösen wir das GV-Gewinnspiel auf. Die Glücksfee, die Mia. Du hast einen Gewinner. Wer hat denn gewonnen? Ob du dir geben kannst. Ja, Holger Herr, das sagen wir. Herzlichen Glückwunsch. Genau, der Holger Herr hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Du musst uns jetzt deine Adresse schicken. Dir wünschen wir noch viel Spaß. Wir brauchen jetzt hier ein bisschen Platz. Hab Spaß hier. Und feuer den OFC noch an, liebe Mia. So, dann wollen wir schauen, dass das jetzt hier noch gut ausgeht. Denn der OFC, er macht dort weiter, wo er aufgehört hat. Er spielt frech und frei nach vorne. Vetter über rechts rausgelegt. Jetzt auf Götzscher. Ja, muss erstmal stoppen. Da kommt er, da wird er gestoppt. Ja, da wird er einfach mal ein bisschen umgetackelt da. Und schon gibt es den Freistoß von der rechten Seite. Serkan Vierrad wird ihn bringen. Rechtes Halbfeld. Ein Meter im Feld von der Seitenlinie aus gesehen. 1,50 legt er jetzt hin. Damit er ein bisschen gefährlich aufs Tor drehen kann. Serkan Vierrad wird ihn wohl direkt bringen. Hinten tummelt sich alles am Strafraum, was Rang und Namen hat.
Und Vierer-Freistoß, der fliegt hinten lang, lang, lang rein. Ein Kopf von Waldhof, zweiter Ball. Theo kloppt ihn rein, rausgeschlagen. Was ist? Alles gut, gut, alles gut. So, haben wir den nächsten Ball. Vierer hat ihn geholt, noch sehr schön. Zieht nach innen von der rechten Seite, hat den Ball auf dem linken Fuß. Will ihn kurz durchstecken, Armin. Ja, ist dazwischen gegrätscht, aber Vetter hat den Serkan Götze, holt ihn aus. Schade, schade. Toller Einsatz von Serkan. Und der Walter wird einwerfen von der linken Seite. Armin, der linke Verteidiger, der afghanische Nationalspieler geworden in Darmstadt, ja. Der spielt da, schaut wo, kann ich ihn hinwerfen, findet der Förster. Förster will ihn wieder anspielen, nach vorne gechippt, aber da ist nur einer, da ist Stefano Meyer, hat ihn gesichert, quer gespielt auf Schulter und Neuaufbau. Alina Schwanitz schreibt, Grüße, es wäre eine Lostrommel gewesen, es ist allerdings ein bisschen spät, sie grüßt ihren Mann, den Jörg, den sie über alles liebt, danke an das Fanradio, danke, dass es euch gibt, nur der OFC, und ja, die Uschi, die hat auf 4-0 getippt, und jetzt erstmal der Waldhof, oioioi. Das ist wieder Kob, der ist am Strafraum, zieht ab vorbei, 3-4 Meter rollt er vorbei und schrie nach Rot der Ball. Nein, das nenne ich nicht mal Möglichkeit, das war ein Schussversuch, mehr war das nicht. Und Eckes hat ein Gewaltroller. Gewaltroller, aber dann nur vorbei. Oh, Eckes, ja, der Unglücksrabe, der vorhin, ja, da nicht gut aussah. Aber jetzt, denke ich, wird die Mannschaft umso mehr für ihn kämpfen. Denn das ist unser Kapitän und er hat uns so viele Spiele gerettet. Natürlich, Freistoß für den OFC. Gelb gibt es auch noch für Förster. Naja, das war ein bisschen übertrieben, so wild war es dann doch nicht. Das nicht, aber er hat danach sich beschwert, er hat gemeckert und dafür hat er gelb gesehen. Das ist einfach so, du zupfelst einen nieder, der Schiri pfeift, dann bin ich doch ruhig. Er hat gemeckert, er hat diskutiert und schon gab es gelb. Ja, und jetzt wird es Freistoß geben. Marco Rapp, der Gefaulte, führt aus. Links rübergelegt auf Schulte. So, jetzt muss ich überhaupt die Auswechslung mal einstellen. Wie war das, Vetter? Für Hoca. Und das ist ganz positionsgetreu. Vetter ist im zentralen Mittelfeld. Götze auf der rechten Seite. Kann er da eine Flanke nochmal bringen? Kann er, dreht sich, schön zurückgelegt. Serkan Vierer an der Strafraumkante ist er. Mit links ganz, ganz, ganz weit. Da ist Vetter mit den Eckball. Eckball gezogen, der vierte Eckstoß. 0 hat man einen. Aber 1-0 führen sie halt hier durch das Tor von Kob in der 9. Minute. Aber jetzt von der linken Seite hier. Darwische ist da, Serkan Vierer kommt da. Aber man wird den Eckball am Ende treten. Wird der Ihab sagt, ich will. Serkan kommt auf. Er setzt sich durch. Der Ihab, er soll ihn auf irgendeinen Kopf zwirbeln, den Ball, der dann zum Ausgleich ins Tor fliegt. Das wäre schön. Ihr habt da Wischer mit links, der Eckstoß. Er kommt gefährlich, aber rausgeköpft von Waldhof. Und Marco Rapp lässt den Ball jetzt ausrollen auf der linken Seite. Zum Einwurf schnell ausgeführt. Ihr habt da Wischer, schnelle, kurze Drehung. 1-2, setzt er sich durch gegen 2. Schön gemacht, schöner Hackentrick. Ah! Schade, schade, sollte Vierer bringen, rausgeschlagen. Die Idee war ganz gut, er ging in die Lücke, allerdings sah dann ein blau-schwarzes Bein, abgefangen, Eckes an der Kugel. Ja, der versucht jetzt hier links rauszuspielen auf die Waldemar-Kleintribüne, da steht Marco, nein, das ist doch Marco Rappus, das ganz genau, jetzt kommt der Pass nach vorne, das soll Matthew Taylor angespielt werden, jetzt ist er erneut im Ballbesitz, aber dann ist er weg, dann ist er weg, das kann nichts werden. Und so bleibt es erstmal beim 1-0, das höchst schmeichelhaft ist für den SV Waldhof. Hat eigentlich gar keine richtige große Möglichkeit gehabt. Und ja, unter Mitwirkung unseres Kapitäns ist es daneben passiert. Aber Lutz, hier ist noch alles drin. Absolut, nein, wir sind hier 51 Minuten, mittlerweile 52, die bessere Mannschaft. Wir kreieren Chancen, wir haben Chancen. Ich will sie gar nicht alle aufzählen, Matt Taylor, Brian Gall, also reichlich, reichlich Torchancen hatten wir. Der Markus Scholz hinten, der hat keinen gelangweilten Abend hier bisher und vom Waldhof kam relativ wenig bisher, muss man sagen. Sie machen das so insgesamt taktisch sehr, sehr gut. Sie führen ja auch 1-0. Keiner verlangt von ihnen, dass sie hier 5-6-7-0 gewinnen. Also aus Sicht des Waldhof machen die alles richtig. Aber unsere Jungs halt auch. Und fehlt nur das Tor. Das Tor fehlt. Jetzt haben wir, hier habt ihr schon mit dem nächsten Versuch. Ja, zentral gelaufen. Brian Gall steckt noch einmal durch auf. Serkan Götze kann in die Flanke bringen. Wird erst einmal gestellt von Korte. Setzt sich durch und das gibt einen Einwurf. Einwurf an der Eckfahne. An der rechten Eckfahne wird es einen Einwurf für den UFC geben. Serkan Götze will den Ball aufnehmen und ins Spiel bringen. Vierrad hat sich da bereit gemacht. Mike Vetter kommt auch noch angelaufen hinten im Strafraum. Schauen wir mal. Mike Vetter ja für Trent Hoca gekommen zur Pause. Was ist da? Für wen gibt's? Freistoß, Freistoß für Waldhof, warum auch immer. Rummerball. Rummerball, keine Ahnung.
Irgendwas hat er gesehen, hat es gewunken und gepfiffen. Wir nehmen das mal so hin, auch wenn man es vielleicht ist an die Hand gesprungen oder so. Das kann schon sein. War von hier schwer zu sehen in der Schräge. Auf jeden Fall linke Verteidigerposition hinten am Strafraum gibt es den Freistoß. Und Fink haut ihn hier auf die linke Seite weit nach vorne. Korte verlängert ins Aus, Einwurf OFC. Ja, wir sind immer wieder dran. Gleich 54 Minuten hier gespielt. Und wir sollten auch irgendwann einmal hier auch ein Törlein machen. Aber jetzt gibt es erst einmal einen Freistoß. Für den Waldhof Armin wurde da von Korte gefault. Freistoß von der linken Verteidigerposition. Aber in Höhe der Mittellinie das Ganze fast schon 3-4 Meter noch in der Waldhofhälfte. Fink ist da der spielende Co-Trainer, ist es ja. Und der Capitano, erfahrener Mann, ehemaliger Bundesligaspieler. Und das ist Armin auf der linken Seite. Will da was durchstecken. Passiert nichts. Einwurf. Meier hat ihn mal jetzt ausgegrätscht. Einwurf für den Waldhof. 20 Meter Raumgewinn. Das Ganze. Korte ist da. Und Förster bietet sich an. Den Ball auch. Passt mehr auf den auf. Meier humorlos. Nach vorne. Nach vorne heißt Matt Taylor. Gegen drei kann er den nicht behaupten. Wieder der Waldhof. Aber Meier. Das war da. Fahne hoch. Zumindest hat er gepfiffen. Freistoß wird es geben. Gerd Deis, der ja, hebt die Hände zum Himmel. So nach dem Motto, da war doch nichts. Aber da war doch was und er hat gepfiffen. Und jetzt Freistoß für den OFC. Jetzt kommt er weit reingeschlagen von Fett. Oh, bis vorne auf die 16er Linie. Naja, ich weiß nicht, da ist er vielleicht an die Hand gesprungen von Matthew Taylor oder was war das? Matt hat unten seinen Hintern mal im richtigen Moment rausgestreckt und hat ihn damit ein bisschen weggedrückt. Das war schon okay. Der Matt weiß, wie es geht, aber das hat der Michael Kempner schon gesehen. Abgerochen. So kommt Waldhof, Armin. Linke Seite über die Mittellinie aufgepasst, hat Gölzer wieder. Am ersten, am zweiten ist er vorbei. Immer noch Gölzer, rechts außen. Schönes Solo, ausgegrätschter Ball von Armin, aber Einwurf durch. Die Kollegen von Waldhof Mannheim, die haben ja hier in der Halbzeit gesagt, meine Herren, ihr musstet ja 5:1 führen. Ja, nutzt uns aber alles nichts. Also mir nutzt alles Lob dieser Welt nichts. Es nutzt uns auch nichts, die Jungs zu loben, auch wenn man es natürlich faktisch machen muss. Sie machen ein richtig, richtig geiles, gutes Spiel. Das Einzige, was uns fehlt, ist vorne die Krönung in Form eines Dörleins. Und das halt, was die Sache saudumm macht, ist, dass wir hinten ein wirkliches Kacktor bekommen haben. Das ist so, 9. Minute Kop, deshalb führt der Waldhof 4-1-0. Deshalb singen die so laut und haben Grund zum Feiern. Aber wir haben noch Zeit, 56 Minuten, also noch deutlich über eine halbe Stunde, um hier zwei Hütten zu machen. Und ich habe gesagt, ich nehme die auch gerne in der 89. und 90. Jetzt aber mal fetter auf der rechten Seite. Jetzt könnten wir mal wieder was machen. Mike spielt Götze an, schöner Doppelpass. Mike will in den Strafraum, geht in den Strafraum, ist er durch. Der Mike, kurz, ei, ei, ei. Da wollte er hier reinfliegen, aber da kam er zu kurz. Eieiei, wir haben die Möglichkeiten ohne Ende hier. Irgendein Fuß muss doch da mal dran. 5:1, sagt der Kollege von Waldhof Mannheim, müsste der OFC führen. Und das war in der ersten Halbzeit. Hier hätten wir jetzt gleich schon wieder 2-3 draufgelegt. Meine Güte, ja. Also hätten wir diesen... Grausam kann Fußball sein. Das ist einfach so, ja. Heiliger Strohsack, das sind diese Kackgesetzmäßigkeiten des Fußballs in Anführungsstrichen. Ja, erst hatten wir noch Pech und erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Aber der OFC, der ist im Ballbesitz, kommt mit Iatamische, tanzt den ersten aus und jetzt, wer kann Vierer, Goldfüßchen, was macht er? Oh, Laser schön vorbei und dann wird er zweimal gezogen. Meine Herren, Kempter hat es gesehen, Freistoß wird es geben. Schnell ausgeführt, Marco Rapp, vielleicht mal schießen, nein, links rausgelegt. Und jetzt muss die Flanke kommen, aber ein bisschen verrissen von Theo. Konzentration, Theo, Mensch. Junge, das kannst du deutlich besser. Also, Waldo für Wechsel da unten. Ich glaube, bei uns wird auch ein großer Wahl. Popovic, Dimitrios, Popovic mit der Nummer 70. Sehr lustiger. Gehen wird der neunte Torschütze. Nee, Korte geht, Entschuldigung. Korte, da rannte da an den Rand, aber Gianluca Korte geht. Links außen Popovic kommt. Also das Ganze hier, einen kleinen Hieb defensiver noch angerührt. Oder obwohl Popovic hat sich gleich vorne eingefügt, da spielt er ja auch. Vorne ist auf jeden Fall Griechenland, erste Liga erfahren. Und Scholz in die Hälfte der Kickers. Ja, da kommt ja ein bisschen gestoppt. Marco, nicht diskutieren, da gibt es eine Karte, das brauchen wir nicht. Kopas, den es erwischt hat, da im Zweikampf, der liegt am Boden. Ja, ich spiele Unterbrechung. Ja, ich sitze hier mit Benderis zu Hause und muss voller Verzweiflung Sport 1, das Topspiel des Tages der Regionalliga.
sehen zwischen Unterhaching und Bayern 2. Gut, dass es euch gibt, schreibt der Holger Herd. Ja, und er wartet auch auf mindestens den Ausgleich. Würde es hier 1:1 stehen, wäre der Waldhof immer noch überglücklich. Absolut, das ist ganz ehrlich. Da wäre ein glücklicher Punkt drin. Schön gehört zu dem Stunde später springt er ab, meine Herren. Da war nichts, aber auch gar nichts. Den wollte haben, du. Da springt er rein. Viel später ist er dann geflogen, wie sonst war. Ja. Da ist es. Den Molder, den kriegt der Kopas, der da den Flieger gegeben hat. Armin wird den Freistoß bringen von der linken Seite. Schräge 30 Meter sind das fast an der Seitenaus, die den Meter im Feld, das Ganze noch 8 Meter. Und jetzt kommt der Matchwinner Neo Fitos. Pass auf, Neo macht die Geste. Neo kommt und es geht. Matt Taylor wird gehen. Neo Fitos kommt. Der Neo, der soll ihn einfach mal einlegen. Jetzt zum ersten Mal Freistoß in Mannheim von der linken Seite. Armin, jetzt müssen wir aufpassen. Hinten gefährliche Jungs haben die da vorne. Ball kommt gut runter. Kopfball. Ei, der war knapp. Uiuiui. Der war gut von Mannheimer Seite. Das sagen wir die ganze Zeit, die haben keine Chancen. Aber das war jetzt mal so was Wertes. Schulz war es am Ende, der Kopfball. Ich habe den ehrlich hinten schon im Winkel einschlagen sehen. Aber da hat er doch noch ein paar Zentimeter abgefehlt am langen Winkel. Eckes flog in die Ecke. Also nach einer Stunde haben sie ihre erste Riesenchance, war für mich eine größere als das Tor. Aber überstanden haben wir es. 0:1 steht es weiterhin hier, der OFC, noch eine halbe Stunde Zeit hier, was zu machen, was zu reißen, was Zählbares rauszuholen. Armin, den Ball zurückgespielt auf Scholz, auf Markus Scholz, der 2-3 Mal gefordert war und die Prüfungen bestanden hat, hervorragend bestanden hat. Hölzer Beinschuss auf der rechten Seite. Das war kein gar nichts Wahres. Auf Turo von Gerd Deis. Ah, der Gerd, das ist auch ein Schlitzohr da, ja? Ja, der weiß, wie es geht. Nicht nur das Tor gemacht, sondern der weiß, wie er das Ding irgendwie immer wieder hier provozieren kann. Also Freistoß Waldhof von der linken Seite. Ja, Gerd Deis, der gibt ihm jetzt noch hier letzte Anweisung mit. Aber einfach nur vorne reinschlagen. Ja, ist ja auch ein Aufstiegsexperte, der Deis. Da war es immer Armin mit dem Freistoß. Lang kommt er da hinten. Kopf rausgeköpft, Seger bringt ihn wieder im Lauf der Ibrahim Altero. Gute Schlage, kann den nächsten Ball holen. Und der Theo Raab, da sind sie dran. Jetzt wird ein Foul, Freistoß aufzählen. Ich würde sagen, Gadeis ist ja mit Sandhausen zweimal aufgestiegen, auch mit Nöttingen, wo er jetzt bei Waldhof ist. Die Zuschauerzahl. 6.000. Aber genau richtig. Ich habe vorhin gesagt 6.600, aber gut, also, ja, das ist doch recht ordentlich. Und jetzt erst einmal der Waldhof mit Problemen. Und das ist Ihab Davische. Ah, oh, da dreht er sich auf den Bierdeckel. Gleich zwei ausgespielt. Der dritte, immer noch Ihab. Und dann, naja. Das war jetzt auch ein Schauspiel von ihr. Ah, er wollte ihn haben. Er wollte ihn haben. Dreht sich gekonnt ein. Er wollte ihn haben. Er hat ihn. Ja, also. Naja, die Waldhof über die hüpfen und tanzen. Wenn sie wüssten, was sie noch blöd lutzt. Ja, schön wär's, aber es ist auch zu weit für den Serkan eigentlich. Da sind auch schon wieder an die 3. Was redest du für einen Scheiß? Der macht den jetzt rein. Du hast vorhin versucht, jetzt mach ich. Jetzt mach du's. Also Serkan Firat, das Ganze, ja, 29 Meter und 63 Zentimeter. Da ist er. Unser Scanner hat es angezeigt. Serkan Firat, hochkonzentriert. 3-4-Mann-Mauer, jetzt kommt er. Schön reingespielt, also nicht direkt geschossen. Götzscher im Zweikampf, aber dann ist er erst einmal weg. Und die Waldhöfer, ja, versuchen hinten rauszukommen. Ohne Erfolg, Vetter. Ui, da pfeift er anders. Eieiei, das war ganz normaler Zweikampf von Mike. Also da wird schnell gewunken, schnell gefunden. Also da wälzt er sich da hinten, als wäre seine Karriere beendet. Aber so schlimm ist es dann auch nicht. Saß nach wie vor, es ist ein Kontaktsport. Das war für mich ein ganz normaler Zweikampf. Aber nutzt alles nichts. Es wird jetzt am Ende gepfiffen. Es gibt Freistoß für den Waldhof da hinten vom linken Verteidiger Posten auf. In der Position her Fink ist das. Für Michael Fink, der wird ihn dann nach vorne bringen. Höhe des Strafraums das Ganze. Bleibt auf der linken Seite, aber er geht in Seiten aus der Ball. Der war ungenau, Einsatz OFC. Ja, Götzscher will das erledigen hier von der rechten Seite auf Höhe der Mittellinie zurückgeworfen. Auf Stefano Meyer jetzt wird die Seite gewechselt, halb links, Schulte. Und jetzt muss es vielleicht schnell gehen, da kommt der Pass weit vorne rein auf Vetter. Hat erst einmal die Kugel mitgenommen, aber ins Zentrum gespielt. Neo Fitos hat sich zu weit auf die linke Außenbahn da mit schicken lassen. Und da kommt die Kugel ganz zurück auf, guck mal. André Hahn. Oder?
gut. Jetzt der OFC mit Brian Gall aus dem Zentrum kommend. Ja, da ist er zumindest vorbei, aber dann wird's eng. Immer noch am Ball, also Brian Gall. Hier auf dem Schulhof erstmal um alle rum. Einmal eine Ehrenrunde und dann zurück auf Schulter. Wir tippen jetzt nach links raus, sagt dann Ferik bei Kopf abgelegt. Ja, 63, 64 Minuten gleich gespielt, 0-1, und das ist der eigentliche Witz hier an dem Spiel. UFC müsste führen, aber das nutzt alles nichts, es steht 0-1 und wir rennen das Tor rein. Eine halbe Stunde werden wir haben hier, wenn ich die Nachspielzeit jetzt gleich geben wird, einberechnen. Und mal weit nach vorne, Gülzer, per Kopf, was dann auf Iabda, Wiescher, Rechtsaußenposition, ist er am 1, 2, 3, ist er rum, wird gefault, ja, wird auch gepfiffen. Schnell ausgeführt auf Rapp, Brian Gall, der hat da 30 Meter vom Tor, viel Platz, kurz auf Vierrad, wieder auf Rapp, zurück, ja, das ist fast teilweise zu schön, Neophytos spielt ihn noch einmal raus auf Theo, Theo ist da mit Vierrad am Strafraum, Ex-Inze, dann zieht er mal ab und Scholl fliegt runter, die nächste Chance. Zwei Fäuste fliegt er da in seine rechte Ecke. Oder hat er noch klären können? Jetzt gibt es Eckball für den OFC. Also der OFC bleibt deutlich hier überlegen. Müsste längst führen, aber er läuft im 0-1 immer noch hinterher. Jetzt schnüren sie sich ein wie beim Handball. Alle stehen hinten am Kreis. Und der OFC, er versucht es mit dem Powerplay. Vorne reingespielt, aber dann wieder am 16. erstmal rausgeschlagen. Stefano Meyer, erste Mal. Ja, schön, hat er den Ball zurückgeholt. Jetzt Stefano mit der Flanke. Kopfball, aber jetzt noch einmal. Nein, dann rausgehauen. Vetter versucht es, ja, hochzusteigen. Also der OFC, der gewinnt fast jeden Zweikampf hier. So, der gewinnt unglaublich viele Zweikämpfe. Also wenn man hier statt dieses Spiel Kraft kostet, und ja, unfassbar. Jetzt gibt es Geld. Jetzt hat er auch noch Geld. Nummer 70, Popovic. Der wollte auch noch was raus haben, hat auch umdiskutiert. Gebettelt um Gelbe. Gebettelt um Gelb, dann kriegt er es am Ende. Freistoß auf die Rechtsaußenposition, etwa Hälfte der Mannheimer. Hälfte in der 4-8 Meter im Feld. Bist du dran, babbel ihn rein. Sind wir empfänglich? Los, komplett empfänglich, sie lauern alle auf Vierrads Freistoß. Der kommt in den Strafraum rein, der kommt flach zu. Flach, aber noch einmal Vierrad. Haben wir eine nächste Möglichkeit. Da muss ein Haken schlagen, da ist keiner. Kurz bietet sich Schulter an. Hat ihn noch behauptet und ganz zurück auf Eckes. Nein. Und Eckes mit dem weiten Schlag nach vorne. Ja, die Fahne hoch, Fahne hoch. Lass mal abseits. Schade, schade, schade. Die Zeit, sie läuft runter. Verdammte Axt, du darfst doch so ein Spiel nicht verlieren. Eine Spielunterbrechung, ich sag's nochmal, wir brauchen dringend eure Unterstützung. Wir wollen weitermachen. Aber das entscheidet ihr, ob wir weitermachen können. 40 Euro braucht. Es geht auf 220 Euro Vorrunde, Rückrunde oder eben Dauerauftrag mit 3,33 Euro im Monat. Dann sollten wir das gemeinsam hinkriegen. Wenn ihr weiter Fanradio hören wollt, dann bitte schaut auf unsere Fanradio-Website oder auch jetzt hier auf den Schirm. Da haben wir die Kontoverbindung eingeblendet. Wir brauchen euch so, wie ihr uns braucht. Jetzt erst einmal geht es weiter mit dem Waldorf, die rückwärts spielen. Ja, die müssen rückwärts spielen. Sie werden gepresst auf Scholz. Müssen, der haut den Ball erst einmal hoch nach vorne in der Gegenhälfte. Kommt da runter. Nee, ich sag das schon, die war gar nichts. Und Rapp hat ihn am Ende erobert auf Meier zurück. Ja, wird gepresst, muss zum Spiel auf Endres. Er hat ihn rechts raus auf Rapp in der, ja, Hälfte, Halbfeld. Der eigenen Hälfte steigt er auf den Ball, spielt aus den Kohn. Und quer rüber auf Schulter. Vor Strafraum nimmt der Eckes dann mit. Meier wird angespielt hier auf der rechten Verteidigerposition. Ist auch ein langer, langer Ball. Ein bisschen verrissen ist er auf der rechten Seite. Aber Gözer kann den erlaufen gegen Armin. Armin macht das geschickt. Lässt den Körper davor gestellt. Dann ist es schwer, dann ist es schwer. Das ist ja klar. Der Ball erstmal eben seitenaus. Einwurf, Waldorf Mannheim, die immer noch 1-0 führen. Überglücklich sein könnten, selbst wenn es unentschieden stehen würde. Aber das nützt uns ja alles nichts, diese spielerische Überlegenheit, diese vielen, vielen Chancen. Da muss mal einer oder zwei reingehen. Und der OFC, der ist nach wie vor im Ballbesitz. Also es geht im Grunde nur auf ein Tor. Also ein unfassbares Spiel, das ist hier 0-1 steht. Das ist wirklich der größte Knaller aller Zeiten. Ich weiß auch gar nicht, so ein Spiel. Also ich kann mich erstmal nicht erinnern. Chancen über Chancen. Klar, die bessere Mannschaft, aber Waldorf führt. Wenn wir 1-0 führen würden, würden wir auch sagen, das ist zu wenig. Das ist zu wenig, so ist das. Ja, wir müssen das Zweite nachlegen, um den Sack zuzumachen. Aber wir rennen erstmal hinterher und wir rennen hier noch 22 Minuten hinterher. Weiter Schlag. Den nächsten Ball haben sie Neophytos rausgelegt. Auf Vetter da in Linksaußenposition. Ist er. Dann zieht er mal ab, der wird geblockt, aber in den Fuß vom Vierrad.
kommt der nächste Ball, dreht sich einmal ganz schnell mit Theo auf der linken Seite. Vierrad einhaken, kann er mit rechts die Flanke bringen. Neophyt, das Geburt. Was für eine Geburt. Und wenn etwas gerecht ist, dann mindestens. So sieht aus, die Flanke von Vierer. Von der linken Seite dreht er sich nach innen, von der Strafe und andere. Mit rechts und der Weich in die Mitte. Und da steht der Neo, 6-7 Meter. Ja, ein bisschen nach links versetzt. Und mit dem Kopf verlängert den Hinten ins lange Eck und Alba Führer. Und der Olli Reck, unser goldenes Händchen, oder? Ja, aber wieder Lobhudelei. Olli Recke hat es einfach drauf, fertig. Er weiß, wie es geht. Auch wenn es langsam peinlich ist. Wir müssen ihn immer wieder Lobhudeln. Pass auf, der Neo macht jetzt noch ein. Ja, aber du hast ja gesagt. Der Matchwinner, habe ich gesagt, beim Einwechsel. Der Matchwinner, du hast gesagt. Der Neo, ja! Ist das geil, ist das auch nicht. Eine Erleichterung, dass dieses Ding endlich da drin ist. 1-0 liegen wir zurück durch ein Wursttor. Sind klar besser. Das durfte sonst. Aber was unsere Jungs hier rackern, das ist nicht von dieser Welt. Was sie laufen, was sie kämpfen. Sagenhaft, das Spiel wird mehr für das am Strafraum fliegt. Köpf zurück auf uns. Das ist ein sagenhaftes Spiel, was wir hier sehen. Anders kann man es nicht sagen. Absolute Regionalliga-Spitze. Eine richtig abgekochte Waldhof-Mannschaft, die zwar glücklich führt, aber die führt. Und die es eigentlich gut macht, aber der OFC, wir machen es eigentlich besser. Nein, sie führt nicht mehr, die Mannschaft vom Waldhof Mannheim. 1-1 und damit sind sie sehr, sehr gut bedient, die Mannheimer. Sie könnten drei Kreuze im Kalender machen und jetzt muss der OFC nachlegen. Das wäre so eine Zeit, 20 Minuten noch. Da hat es der Neo geknackt, da hinten den Beton. Und hier ist Serkan Vierer, hat es vorbereitet. Wieder mit Theo ist er da. Theo chippt ihn, kriegt den Serkan noch. Das macht er gut, der Mann. Aber das ist ein Ausrollen, Abschluss. Also 1-1. Neophytos, wie einfach im Spiel. Ein paar Minuten und dann trifft. Ja, ich habe nicht aufgepasst, aber so wahrscheinlich 10, 15 Minuten gefühlt. Das so nach einer Stunde macht er nochmal. So ein Wechsel. Da wird es etwa rum gewesen sein, sonst also schreibe es immer auf, heute nicht, also Asche auf mein Haupt. Aber er war nicht lange drin, der Joker, und da hat er getroffen, der Neo. Und damit hat er schon absolut gerechtfertigt, warum wir ihn unter Vertrag genommen haben. Er ist da vorne, dieser Kopfballstürmer gegen die langen Kerls, gegen die Schulzeiten, gegen den Gewinner. Wie lang der Ball in der Luft war, Neo, der fliegt da rein. Also ein geiler Treffer per Kopf. Und OFC skandieren sie, die 6.500. Und die Mannheimer, die haben ihren Schaff von der ersten Minute gehabt. Und ja, es ist nicht anders geworden. Aber sie haben natürlich immer noch die Möglichkeit. Und jetzt kontern sie wieder gefährlich. Oh, aufpassen, Theo zurückspielen auf Eckes. Und das passiert ihm nicht zweimal. Nein, nein. Jetzt, ui, da wird Neo umgemacht, meine Herren. Und jetzt gibt es Freistoß für den OFC. Ah, da gibt er den Ball nicht. Also, das ist Köp. Das ist ein kleines Schlitzohr. Ja, aber Freistoß OFC hat für den Team aus auf Schulte gespielt. Auf Meier, auf der rechten Seite sind wir. Auf ihr, da wird schon aufgepasst. Dann Armin, ja, Waldhof. Ich möchte mir mal in Schulte. Pass auf, und läuft gegen Co. Ja, Coop kriegt rein. Das gibt den Abschluss. Das ist gut so. Das hat der hebt einfach die Hand, als ob er den... aber gut, also Marco Rapp, der treibt die Kugel jetzt erst einmal nach vorne mit dem Außenriss. Ja, dann geht er da auch links ins Seitenhaus vor die Waldemar-Klein-Tribüne. Naja, also wenigstens 1-1. Das ist ja schon mal was. Das ist schon mal was. Also ganz ehrlich, das müssten wir hier dankbar sein. Das ist hoch, höchst verdient. Nag wird kommen da unten. Morris und Nag. Nett. Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Irgendwann werden wir es erfahren, wohin er kommt. Ich habe hier den Christian Glasen. Grüße vom Ufer des rauschenden Malawis senden Anja, Christian, Jörg
der uns als FCK-Fan gegen den Waldhof natürlich die Daumen drückt. Danke, Christian. So, was gibt's jetzt hier? Also Wechsel. Nach kommt Moritz Nacken mit der 21. Es geht Sebastian Gärtner mit der 6. Gelb verwarnt, der Kamerad. Schlauer Schachzug von Gerd Theiss, weil jetzt fängt die Phase an, wo du gerne mal durch ein Dobes Fall auf Gelb-Rot siehst. Also führt ein, ruft ein von der rechten Seite. Ja, schöne Szene da drüben am Fanblock. Vielleicht kann die Kamerafrau das mal einfangen. Am Fanblock, was da momentan abläuft. Aber jetzt geht's weiter natürlich auf dem Feld. Da kommt erstmal der SV Waldhof über die linke Seite. Naja, Götze im Gefecht. Ah, die Waldhöfer bissig bleiben erst einmal am Ball. Und dann ist er weg. Ja. Immer einen Tick schneller, aber jetzt muss man hinten die Wurst rausholen. So ist es weit vor Neofidos. Geil gemacht in der Drehung. Auf hätte er gespielt von Neofidos. Da hat er nicht nur die Größe und die Energie, sondern auch das Auge. Und da wollte er wieder rein. Ja, aber das war wieder eine Riesenaktion, wie er den Ball da holt. Er steigt in die Luft, bleibt stehen quasi, wie früher Uwe Seeler stehen geblieben ist in der Luft und köpft ihn raus, den Ball. Also da geht noch was hier. Das ist nicht uns Uwe, das ist uns Neo. Uns Neo ist das, Junge. Aber Freischuss erst einmal für den Waldhof aus der eigenen Hälfte. Halbwegs zentral, das Ganze leicht rechts versetzt. Da müssen sie kurz spielen, wieder zurück. Da ist er bei Schulz, Michael Schulz. Der ist ein Namensvetter, aber der hat mit TZ geschrieben, das alte Michael Schulz, der bei Lautern in Dortmund war. Der langhaarische Nationalspieler. Meine Frisur gehabt immer. Genau, etwa so wie du. So, Waldhof, pass mal auf. Rausgechippt, kommt weit. Armin kann den Ball annehmen, links Außenposition. Macht er gut, kurz gespielt. Da machen sie schönen Doppelpass. Armin an der Eckfahne. Zurück auf Popovic. Ja, kurzer Haken, aber aufgepasst hat Ihab und schön. Doppel, ihr bleibt dran. Kraft kostet, die Offenbacher gehen immer den Schritt mehr, immer die Außenbahn. Und jetzt kommen sie nochmal die Waldhöfer aus der Mitte heraus. Und Neofidos, geile Aktion. Meine Herren, was spielt er auf, oder? Klasse und schöner Pass auf Vetter über die halblinke Seite. Links ist es Theo, der geht Richtung Strafraum. Guck mal, Matteo kann da was machen, ist im Strafraum. Noch einmal zurück auf Mike Vetter. Links Außenposition, Flanke kommt, die kommt weit, da ist der Ihab, da ist aber auch Armin, der köpft den Ball zum Eckball. Eckball für den OFC und jetzt Berg, hier Peterberg, hier, da noch 14 Minuten zu spielen sind. Wir sind in der Schlussviertelstunde und hört nur OFC, OFC, skandieren sie die 6000 Offenbacher Herzen. Und jetzt kommt der Eckball gleich reingetreten von Serkan Firat, hier zwischen Haupttribüne und Henninger. Und da vorne, da stehen sie alle im Mannheimer Strafraum. Und jetzt kommt er rein, geflogen. Neo vom Seitfallzieher wollte ausholen. Vielleicht nochmal jetzt. Ah, Schulte. Jetzt muss er mal. Warum denn nicht? Wenn das Ding gut abrutscht, hat er ein Tor des Jahres. So geht er halt 3-4 Meter übers Tor. Aber wir haben alle Zeit. Robin Schäuble kommt, sein Trikot wird hochgehalten unten. Also da setzt er an, der Robin. Er ist ja auch ein Joker, er weiß auch, wie es geht. Reinkommen, Tor machen, munter putzen. Gucken wir mal, da was passiert. 77 Minuten gespielt, der Waldhof über die linke Seite. Mit Armin versuchen das da mal Dampf rauszunehmen, spielen zurück auf. Markus Scholz, ja klar, die wissen auch, dass sie hier glückliche Momente im Moment erleben. Der OFC deutlich überlegen hier gegen den Tabellenzweiten. Freistoß wird es nochmal geben für den OFC, das Ganze. Ja, 8-9 Meter schon in der Hälfte der Waldhöfer. Halb rechts, Marco Rapp kam da zu Fall. Ja, das nochmal unterbrochen ist, sage ich nochmal, wir brauchen eure Unterstützung. Schaut mal bitte jetzt hier auch auf die Grafik. Da ist unsere Kontoverbindung eingeblendet. Da kriegen wir das gemeinsam hin. 40 Euro oder 2x 20 Euro oder eben ein Dauerauftrag 3,33 Euro. Jetzt kommt die Kugel reingeflogen vorne. Neofidos versucht da zu verlängern. Allerdings die Mannheimer hinten im Strafraum. Da stehen sie natürlich schon kompakt, ganz klar. Und jetzt versuchen sie ihrerseits die Kugel wegzubekommen. Aber meistens bleibt es beim Versuch. Der OFC immer einen Ticken schneller. Jetzt auch wieder Götzscher. Also, das sieht gut aus auf Ihab und er wollte ihn tunneln. Ja, da wollte ein Armin tunneln, der macht das in Abseits. Fahne hoch. Was pfeift er denn? Hat er gar nichts gefühlt? Nix. Ja, wenn das kein Abseits war, dann weiß ich es nicht. Aber Marco Rapp, der lässt sich nicht beirren, der kommt jetzt, treibt die Kugel und dann in die Mitte. Ah, Vetter kommt da nicht rein. Ah, schade, wieder der Waldhof. Hin und her, hoch und runter geht's hier. Gleich, Vierrad wird gehen, Scholl wird kommen, aber erst einmal kommen die Waldhöfer. Götze passt auf mit Meier, hat er den Angriffsversuch abgefangen. Meiers, weiter Schlag und da ist Vierrad, der ist im Strafraum.
ein Haken. Mal gucken, macht er noch ein. Hackentrick auf Hände, der zieht ab in die Eier quasi. Geblockt der Ball vom Waldhof. Ist hier was los? Hoch und runter geht's hier. Was für ein Spiel, das ist ja wirklich der Hammer. Selbst für neutrale Zuschauer. Was ein geiler Kick, also liebe Leute. Das ist extremst Werbung für Regionalliga-Fußball, was die beiden Mannschaften hier runterzocken. Ei, ei, ei. Also das klappt noch, Männer. Der Neo, der macht noch eins, schreibt der Stefan aus Egelsbach. Und weiße Grüße. Und dann wollen wir gucken, jetzt geht's zum Auswechslung. Robin Scheule und Firat geht. Also berechtigter Applaus für Serkan Firat, der das Feld verlässt. Und Robin Scheu, der Joker, der ja schon so oft gestochen hat, der soll, der will, der muss jetzt noch ran. Der muss es jetzt vielleicht nochmal richten. Oder Neo macht noch eins. Nein, ist egal wer, Hauptsache es fällt. Aber erstmal das 1-1, weil 0-1 hätte ich hier niemals überlebt, ganz ehrlich. Da hätte ich Wochen dran zu knabbern gehabt, aber jetzt erst einmal Fink mit dem Freischuss für Mannheim. War ein Stück raus aus dem Mittelkreis, das Ganze 45 Meter vom Kickerstor weg. Spiele mal quer auf Schulz. Schulz auf die 21, das ist Nack, der neue Mann wieder auf Fink. Das Ganze ist immer noch da, wo der Strafraum war. Fink zieht er einfach mal ab, aber er geht 2 Meter drüber. Kein Problem. Ja, das war kein Problem, da musste Eckes nicht einmal blinzeln und schon gar nicht eingreifen. Noch exakt 10 Minuten zu gehen hier auf Biebershöhen. Jetzt erstmal Verletzungsunterbrechung. Da legt Mike Vetter, der schlägt mit der Hand auf den Rasen. Also, das ist keiner, der sich einfach mal hinlegt und sagt, ich mach mal ein Bäuschen. Nee. Auch keiner, der mit der flachen Hand auf den Rasen schlägt, wenn er nichts hat. Also, rechtes Bein, rechter Knöchel unten, da wird jetzt operiert gerade. Und dann offenbar ist in dem Sauerstoffzelt. Jetzt werden sie erstmal hier ein bisschen beatmen und vor allen Dingen auch ein bisschen, was die hier laufen und tun und machen, das ist unglaublich. Unfassbares Monsterspiel, was die Jungs runterspielen. Vom Einsatz, von der läuferischen, von der Taktik, von den technischen, von den Spielzügen her, vom Chancenkreieren her, alles tipptopp, erste Sahne, 1A, Chapeau. Das haben wir hier in Offenbach, weiß ich nicht, wie lange nicht gesehen. So geilen Fußball, richtig geilen Fußball. Es steht 1-1, was eigentlich ein Witz ist, aber ich bin erst einmal froh. Wir waren vor dem Spiel skeptisch wegen dieser Kackserie, die es im Fußball so gibt. Wird Waldhof dreimal verlieren, normalerweise nicht, zweimal haben sie halt. Aber im Moment, sie können froh sein über dieses 1-1 und wir haben noch 9 Minuten für die zweite Hütte, die allemal verdient wäre. Und Neo Fütters verliert erst einmal dieses Kopfballduell. Er hat das nächste an der Schulter, haut den Ball dann mehr hoch als weit, aber in die Hälfte der Mannheimer. Und Brian Gorn bringt ihn auf. Gabisch jetzt wieder in die Mitte. Hier legt das nochmal kurz auf. Rapp ab, der an Mittellinie ist, weit der Ball. Der ist zu weit für Neo, da kommt er raus. Der Torwart nimmt den Ball auf. Markus Scholz, der hat heute mehr zu tun gehabt, als ihm wahrscheinlich in Lieb war. Hat hier und da prächtig gehalten am Kopfball von Neo. Da konnte er nichts machen. Der wurde lang und länger flog hinten ins lange Eck rein. Und Mannheim, über die rechte Seite, wieder auf Scholz zurückgespielt. Gleich nach vorne geprotzt, aber auch mehr hoch als weit. Der kommt noch in der Wand, der Fünfte runter. Robin Scholz, Ballkontakt, der Kopf in Seiten ausgeklärt, der Ball. Der Ball immer klein, Tribüne, da gibt es Einwurf. Die Mannen aus Monnem, da kommen sie allerdings im Rückwärtsgang und dann war schon wieder ein Offenbacher dazwischen. Allerdings springt die Kugel erst einmal weg, ist dann ganz beim Schlussmann bei Markus Scholz, der hier schon ein ums andere Mal parieren musste. Also da lag er schon manchmal quer in der Luft und hat hier Schlimmeres aus seiner Sicht verhindert. Ja, so ist das. Jetzt schlägt er ab, auch leicht unterrissen mit dem rechten Fuß, kommt an der Mittellinie runter, Brian Golding kommt. Kopfball geholt, Mike Vetter schön auf Neo Fütters zurück, kann er den behaupten. Erst einmal nicht ziemliches Gebimmel, aber das ist auch nicht wirklich toll, was Mannheim da macht. Robin Scheu schön runter, 1, 2, 3, Robin Scheu ist dran, links rausgelegt auf Theo, der bringt die Flanke nach innen und verlängert und da ist Iab Davis, Scholz ist da, eieiei, der Iab hat ihn nicht richtig gehalten. Der den richtig auf den Schlappen kriegt, oh, da fliegt der Scholz mit in die Kiste. Aber wieder eine Chance, Scholz, pass auf, kann den Ball aufnehmen. Nach Chancenverhältnis nicht übertrieben, 10-2. Auf jeden Fall 10-2, das waren riesen Chancen dabei. Gute Güte, was für ein 1-1. Hier zum Glück 1-1, der Neo hat getroffen. Und Waldhof kommt, aber Schulte ist da im Clinch. Ja, lässt er laufen, auch richtig so. Goal will spielen auf dem Wassermann. Das andere als ein Sieg der Moral kann hier nicht gerecht sein, aber gut.
Am Ende ist Richard Robichoy wie immer gelb. Und seine vierte jetzt. Ich hab durchzählen beim Robin. Die vierte. Ja. So, jetzt Verletzungsunterbrechung. Ich mache mal die. Ja, bringe hier nochmal Instruktionen von Gerd Deiss, der hier ja, mitten auf dem Platz steht. Der will wahrscheinlich auch mitspielen. Ja, der spielt da mit. Ich glaube, jetzt wechselt er nochmal oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Dürfen sie nochmal? Ja, dürfen noch einmal. Haben zweimal gewechselt. Wir haben dreimal gewechselt. Taylor Vierer, Hodja raus. Vetter, Scheu, Leo Fikos rein. Und eben jene Leo Fikos, der Leo, der macht das Tor hier zum 1:1. Und Waldorf kommt über die rechte Seite. Wir gehen jetzt um die Mittellinie hinten vor der Waldemar Kleintribüne. Aber sofort ist der Leo wieder da. Schröer, den er muss. Ja, Förster wieder Rückpass auf Fink. Hat wieder den Förster gefunden auf Armin. Das war ein schöner Spielzug auf die linke Seite. Aber ihr habt da wie schon auch viel nach hinten arbeitet. Mike Vetter geht dazwischen. Reingechippt der Ball. Gitzer passt das dann auf. Kommowitz, der neue Mann auf links außen, hat den Ball zurückgeholt. Schießt Götze an. Einwurf Mannheim. Höhere Strafraums auf der linken Seite. Hier vor der Haupttribüne werfen sie ein. Mit Armin. Gespielt. Ja, Förster zurück auf Boritz, neuer Mann eingewechselt. Kurze, schnelle Schritte, bringt den Ball in die Flanke. Gefährlich. Ei, zu weit ist er, zu weit. Segert war das. Robin Scheu, der kümmert sich um ihn. Pass auf. Aber erst einmal zweiter Sieger. Die Mannheimer kommen noch einmal über die rechte Seite. Ja, ja. Wie gelb-rot. Ja, da ist der Robin da. Gibt's gelb-rot. Tatsächlich gelb-rot. Ich hab's geahnt, dass das Spiel nicht mit 11 gegen 11 zu Ende geht. Schlimm. Grätscht rein. Robin muss runter. Ich meine, ich weiß nicht, ob das ein so schlimmes Foul war, wie sie da hinten tun. Der will die nicht zurücknehmen. Gelb-rot Robin Scheu. Also wir sind einer weniger hier die letzten 5 Minuten. Tja, also läuft er nur noch zu 10 auf dem Feld mit 9 Feldspielern. Und 4,5 Minuten sind noch zu gehen. 6,5 für Gelb-Rot. Jetzt kommt Müller da unten bei Waldhof. Marco Müller mit der 15. Wir sind einer weniger. Und es gibt Freistoß für den Waldhof. Das ist viel schlimmer. Von der rechten Eckfahne fast. Da ist Ibrahimay. Der wird ihn bringen. Also fast wie ein Eckball. Die ganze Situation. Ja, der Robin, der muss runter. Das, was ich immer befürchte, wenn er mal gelb sieht, dass es dann immer wackelig ist, aber es ist sein Spiel. Das ist nun mal sein Spiel. Es war zu weit weg, um das wirklich seriös beurteilen zu können, ob das ein Treffer war oder nicht. Der Liri steht direkt daneben. Im Zweifelsfall sieht er das deutlich besser als wir hier. Jetzt erst einmal OFC, einer weniger. Freistoß Waldhof Mannheim fast von der rechten Eckfahne. Flanke kommt rein, da steigen sie hoch. Stürmer faul, Freistoß für den OFC. Also. Da sind es noch 3,5 Minuten auf der Anzeigetafel, die hier offiziell zu gehen sind. Der OFC haushoch überlegen. Chancenverhältnis 10:2. Aber es steht nur 1:1. Ja, und manchmal kann man ja fast nicht denken, ja, Gott sei Dank steht es 1:1. Denn lange führten sie die Mannheimer ohne zu wissen, warum. Das ist so. Also dieses 1:1 ist für den OFC deutlich unterverdient. Also wir müssen das Spiel hier eigentlich gewonnen haben, aber... Eigentlich, was ist das alles im Fußball? Das ist so, da zählen nur die Fakten. Da steht es 1:1. Dafür bin ich im Moment sehr dankbar. Fakt ist aber, wir sind einer weniger und Eckes haut den Ball weit, weit nach vorne. Neophytos kann das dann mal verlängern, aber auf Armin. Jetzt gucken wir mal, dass wir das hier 4 Minuten wegstecken in einen weniger. Bisher hatte ich das Gefühl, dass wir einer mehr waren. Ihr habt da Wischer auf rechts außen, hat den Ball geholt, will ihn behaupten gegen Armin. Der will ihn nach vorne chippen. Ja, hauen ihn nach vorne, da ist Meier. In der eigenen Hälfte quer erst einmal auf Schulter gespielt. Also ein weiter Schlag, der trifft keinen. Da kommt nur der Torwart dran und der nimmt ihn auch auf, damit ihn im Spiel hält. Hinten der Markus Scholz rollt ihn ab auf Fink am eigenen Strafraum, nimmt ihn auf, halb linke Position hier. Gleich 88 Minuten gespielt. Also OFC in Unterzahl 1:1. Das Ganze, ja, wir hätten führen müssen, aber. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Unterzahl, dass wir uns da nicht irgendwie mit bestrafen. Fink ist es, chippt mit links, den Ball mit allem aus. Wenn das Ding wirklich noch gewonnen würde, das wäre ja gar nicht auszudenken. Jetzt kommt erstmal Marco Rapp über die rechte Seite, da wird er attackiert vom Ersten. So,
also musst du erstmal den Mann im Pressesprecher ein bisschen bändigen hier. Ja. Über jede Grätsche gefeiert hat er die Weltmeisterschaft. Sie haben spielerisch nicht viel hingebracht, aber das geht dann doch ein bisschen zu weit. Aber gut, jetzt erst einmal der Waldhof hinten raus. Ja, ja, da wissen sie natürlich, dass sie einer mehr sind und im Grunde sind sie zufrieden und alles, was jetzt noch draufkommt, das nehmen sie gerne mit. Absolut, denke ich auch mal. Finger war es nochmal zurück. Der schlägt den Ball auf den Nagel, der muss quer spielen. Der UFC steht hinten sehr, sehr massiert. Ja, einer weniger. Jetzt gucken wir, dass wir die zwei. Ja, ja, Fehler im Passspiel nach vorne. Der Ball wollte den Seitenhaus einwerfen. Der UFC ja dann uns natürlich zustellen, weil das Ganze andere uns alle passiert. Sie sind einer mehr, da ist schon Ibrahim Ay. Theo da hinten, Theo, hau einfach, werf sie weit, weit nach vorne. Die Schlussminute, die offizielle Schlussminute, die ist jetzt im Gange, die läuft jetzt gerade schon 10 Sekunden. Und ja, der Waldhof noch einmal mit dem Einwurf auf der Verlängerung der 16er Linie. Also, da muss man jetzt nochmal richtig aufpassen, denn das wäre natürlich ganz, ganz dumm. Oh, am ersten vorbei, jetzt kommen die, oh, oh, da geht er links vorbei. Jetzt der UFC mit der nächsten Möglichkeit, naja, die zwei Bälle ist auch schlecht. Da muss jetzt ein Balljunge schnell den Ball holen. Schnell. Ah, rei, jetzt muss oh, der Elke ist schlau und holt ihn. Einer weniger. Lass einer weniger den Punkt, den nehmen wir mit. Immer mit, ja. Wir nehmen mit, dass wir hier eine Riesenleistung gebracht haben, dass wir die an die Wand gespielt haben. Da zeigt er an, 2 Minuten will er noch spielen. Also jetzt, da exakt die 90 Minuten um sind, gibt es 2 Minuten obendrauf. Wer weiß, unserer Mannschaft traue ich alles zu. Eckes jetzt mit dem weiten Abstoß. Neofetos steigt hoch, verlängert erst einmal. Oh, dann sind sie da zu dritt hinten gegen Mike Vetter. Können die Situation erst einmal klären. Scholz, ja, er spielt jetzt auf seinen, ja, Innenverteidiger. Dann lassen sie es langsam angehen, kommen aus der eigenen Hälfte. Jetzt hat man so das Gefühl, jetzt ja, werden sie vielleicht auch zufrieden. Ja, sie gucken schon, dass sie noch einen stecken können, aber sie gehen kein großes Risiko mehr ein. Die Waldhöfe das auf jeden Fall. Und wir stehen hinten massiert. Jetzt ist nochmal Fink, geht über die Mittellinie, halb links das Ganze, 2-3 Meter. Jetzt können wir langsam stellen. Müller, der neue Mann, hier auf der linken Seite. Armin. Armin, zurück, wieder auf, Fink, chippt rein, aufpassen im Strafraum, Simmer, Eckes glänzend gehalten, damit hat er das Tor wieder rausgeholt, der war eigentlich drin, aber er fliegt ins Eck, der erste Eckstoß für Mannheim, meine Güte, glänzend. Das war die dritte Großchance jetzt für den SV Waldhof und sie haben nochmal Eckball, 5-1 steht es nach Ecken für den UFC, das sagt eigentlich alles aus, 10-3 nach Torchancen, aber jetzt wird es nochmal ganz gefährlich. Gleich ist nämlich hier Schicht im Schacht. Wir sind in den letzten 40 Sekunden und da kommt die Ecke vom SV Waldhof. Die Offenbacher müssen hinten verteidigen. Jetzt rausgehauen. Eckes hat ihn. Eckes hat ihn. Und das wird jetzt die allerletzte Möglichkeit für den UFC. Eckes, er macht erstmal langsam. Sagt Freunde, geht nach vorne. Ich werf dann mal ab. Das macht er jetzt auch. Links auf Theo gespielt. Jetzt läuft er auf der Linie. Mike Vetter. Ah, da muss er erstmal kontrollieren. So recht ist da keiner mit aufgestockt. Ah, dann ist er fast an der Eckfahne. Ah, und dann ist er aus. Also, Abschluss wird es geben. Und eigentlich ist es jetzt in 15 Sekunden auch die Nachspielzeit von 2 Minuten rum. Und da pfeift er ab. Unentschieden 1-1. Am Mikro sagt Tschüss. Und los kann man mal jetzt schauen, ihr Leute. Ihr könnt feiern wegen der Leistung.